Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute im Namen der Grünen in Dresden zu der Veranstaltung begrüßen unter dem Titel Erinnerte Bebauung, gebaute Erinnerungen wollen wir über den Zusammenhang und die Zukunft von Stadträumen, Stadtarchitektur und Gedenkkultur hier in Dresden diskutieren. Wie der Titel ja schon zeigt, wird der Abend hier auf zwei Säulen aufgebaut werden. Das eine ist der Bereich der Stadträume, der Architektur. Denn auch wenn Professor Drüby in einem Interview mal gesagt hat, dass die große Mehrheit der Bevölkerung sagt, Architektur sei nicht politisch, sei unpolitisch, so glaube ich, ist das nur ein Vorwand, denn die Mehrheit weiß sehr wohl, dass Stadträume, dass Architektur, zumindest also die stadträumliche Gestalt politisch ist, dass man sie auch politisch verstehen muss, denn jeder weiß, ein Stadtraum, der beeinflusst Menschen, der beeinflusst einen psychisch, physisch, sozial, und diese Erkenntnis ist nicht neu, die ist sehr alt und wurde auch bei vielen Gestaltungen von Stadträumlichkeiten bedacht. Wie politisch Architektur und Stadträume sind, hat auch der Tag des offenen Denkmals im letzten Jahr 2017 gezeigt, als die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im vollen Bewusstsein dieser Tatsache das Motto gewählt hat, Macht und Pracht, wo es eben ausdrücklich darum ging, Macht und Ohnmacht von Architektur und Stadträumen zu verdeutlichen. Wie gesagt, die eine Säule Stadträume, die andere Säule wären die direkten Erinnerungsorte. Beiden gemeinsam ist, es sind Baulichkeiten, die zu fassen sind, an denen man sich reiben kann. Und schon eine der großen Koryphäen der Debatte um Erinnerungskultur, Moritz Halbwachs, hat ja diesen Zusammenhang in seinen fragmentarischen Schriften überliefert, dass halt Erinnerung Materialität braucht, Raum braucht, aber dass eben auch der Raum die Erinnerung entsprechend beeinflusst. Ich freue mich daher, dass ich heute für diese hoffentlich sehr spannende und anregende Diskussion Referenten begrüßen kann. Da ist zum einen Herr Professor Stefan Drüby, Jahrgang 1970, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, in Stuttgart studiert, Architektur und Städtebau, und inzwischen wieder nach Stuttgart zurückgekehrt, wo er Professor und Direktor des Instituts Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen, also der ehemaligen IMA, ist. Nach Stationen an der Universität Stuttgart, der Hochschule der Künste in Zürich, der Harvard-Universität war er 2014 Forschungsleiter der von Rem Koolhaas kuratierten Architekturbiennale in Venedig. Und sollte jemand danach Herrn Drüby noch nicht gekannt haben oder kennen, so ist er spätestens seit Anfang des Jahres in aller Munde. Er schrieb einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in der er der, ich nenne es jetzt mal Urszene, der Rekonstruktion in der Frankfurter Altstadt nachspürte und auch die Ansätze für diese Rekonstruktion darlegte. Die Debatte, die sich danach entspannt, war weniger differenziert als dieser Artikel. Es war davon die Rede, dass jetzt quasi Fachwerk Faschismus sei, dass Rekonstruktion automatisch mit Rechtsextremismus gleichzusetzen war. Also es war eine sehr undifferenzierte Antwort auf einen differenzierten, wenngleich schon sehr diskussionsanregenden Artikel. Herr Drüby ist, wie gesagt, heute ein Referent, der gerade die Säule des Städtebaus und der Architektur beleuchten wird. Wir können daneben noch Katrin Krahl begrüßen, Soziologin. Gut. Sie vertritt hier das Autorenkollektiv Gedenken abschaffen. Das Autorenkollektiv hat vor 3 Jahren, sind es jetzt glaube ich 4 Jahre, ein Buch verfasst unter dem gleichnamigen Titel Gedenken abschaffen. Dieses Buch fasste den damaligen oder die Diskussion über Gedenkkultur, Erinnerungskultur, über Rituale, Gedenkorte in Dresden zusammen und hat
eben auch einzelne Kritikpunkte sehr klar formuliert, dass die Publikation ist überregional unglaublich aufmerksam rezensiert worden und ja auch als eine Befreiungsschlag für die Stadt Dresden betrachtet worden, das wirklich mal kritisch mit festgefahrenen Ritualen, mit ja auch dem immer wieder Steckenbleiben von Bemühungen hier reflektiert wurde. Schließlich kann ich noch, hätte ich vielleicht in der Reihenfolge ändern müssen, die grüne Umweltbürgermeisterin hier in Dresden begrüßen, Eva Jenigen. Eva Jenigen ist jetzt Bürgermeisterin für Umwelt und Kommunalwirtschaft. Eva Jenigen ist aber auch lange Jahre Stadträtin hier in der Stadt gewesen, vielen bestimmt auch daher schon bekannt, die gerade auch die sehr intensive Debatte um die Neumarktbebauung mit begleitet hat, da sie damals halt auch als Expertin für Städtebau in der Fraktion tätig war. Schließlich ist etwas kurzfristig, aber ich freue mich trotzdem, dass es geklappt hat, vom Kulturamt noch Herr Dr. Johannes Schulz hinzugekommen. Im Kulturamt liegt federführend die Bearbeitung der Gedenkstättenkonzeption, während quasi im Umweltamt, wo Frau Jenigen federführend ist, die Friedhöfe und Grünflächen bearbeitet und behandelt werden, ist die grundlegende Gedenkstättenkonzeption in den Händen des Kulturamtes und er wird anschließend auch noch zur Verfügung stehen. Das war Herr Dr. Schulz. Ich würde jetzt, damit wir nicht viel Zeit verlieren, gleich Herrn Professor Trubi das Mikrofon übergeben. Wir würden in der Reihenfolge Professor Trubi, dann Frau Kral, Frau Jenigen, Herr Dr. Schulz erst einmal die Einleitungsreferate nacheinander abhalten lassen und danach in eine Diskussion einsteigen. Ich muss noch zwei Hinweise geben. Der erste ist, dass wir uns, wie Sie sich das vielleicht denken können, vorbehalten, vom Hausrecht Gebrauch zu machen, wenn Personen, die der rechtsradikalen Szene zuzuordnen sind, beziehungsweise entsprechend rassistische Äußerungen hier von sich geben, dass wir die dann des Raumes verweisen. Das möchte ich an dieser Stelle klar sagen. Und der zweite Hinweis ist, diese Veranstaltung wird aufgenommen. Da hinten möchte nur, dass Sie das wissen. Diese Veranstaltung wird also mitgeschnitten. Entschuldigung. Mein Name ist Elke Zimmermann. Ich leite jetzt seit 5 Jahren die untere Denkmalschutzbehörde in Jena, bin aber vorher 10 Jahre Stadträtin hier in Dresden gewesen. So. Ganz herzlichen Dank, Elke Zimmermann. Ganz herzlichen Dank auch an Julia Günther und den Grünen für die Organisation dieses Abends. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich wurde eingeladen, zum Verhältnis von Architektur und rechter Einflussnahme zu sprechen. Sie können sich denken, dass das in aller Kürze, ich habe mir 8 bis 10 Minuten vorgenommen, nicht ganz einfach ist. Und ich möchte mit diesem Bild beginnen. Vielleicht ist das Verhältnis von Architektur und Ideologie tatsächlich hier nur so dünn wie eine Fahne. Wir werden an diesem Gebäude sicherlich nicht erkennen können, wes Geistes Kind der Hausbesitzer ist. Er ist vermutlich kein Nazi, sondern schlicht und einfach nur ein Fußballfan. Das Verhältnis von Architektur und Ideologie lässt sich vielleicht an diesem Bild auch noch etwas präzisieren. Sie sehen hier ein Bild, das auch Siegfried Gideon, der berühmte Architekturhistoriker, immer mal wieder verwendet hat. Wir sehen hier den Unterschied zwischen links und rechts, auch durchaus im politischen Sinne in der gebauten Architektur, in der Substanz des Gebauten nicht angelegt. Der Unterschied zwischen rechts und links ist hier ganz offenkundig nur auf der Ebene der Zeichenhaftigkeit der Logos, könnte man modern sagen, zu beobachten. Und ich möchte in diesem Zusammenhang ein paar schlagkräftige Beispiele Ihnen zeigen. Wir sehen hier ein paar
Parlament in Finnland, in Helsinki, von einem Architekten namens Sirin errichtet in den 30er Jahren. Und wenn wir uns beamen in die 1980er Jahre nach Nordkorea, sehen wir hier eine Assembly Hall, eine Art Pseudo-Parlament, das architektonisch so gut wie kaum zu unterscheiden ist. Oder wir sehen hier die berühmte Casa del Fascio, das Haus der Faschisten in Como, eines der Meisterwerke der Architektur des 20. Jahrhunderts, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet. Wir sehen hier einen Architekten, das Werk eines Architekten von Peter Eisenman, eines seiner berühmten sogenannten Cardboard Houses. Es gibt einen direkten konzeptuellen architektonischen historischen Bezug zur Casa del Fascio. Peter Eisenman hat nichts mit Faschismus zu tun, das kann ich bezeugen. Oder wir sehen hier ein völlig harmloses Appartementgebäude in Pforzheim in der Nähe von Stuttgart, quasi ein Zitat der Casa del Fascio. Aber auch hier, ich kann es bezeugen, haben die Architekten und Architektinnen nichts mit Faschismus zu tun. Wir sehen an diesen wenigen Beispielen, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen Architektur und Ideologie gibt. Insofern möchte ich auch immer wieder betonen, Elke Zimmermann hat es ja bereits erwähnt, es gibt in der Tat keine rechte Architektur, genauso wenig wie ich glaube, dass es eine linke Architektur gäbe, aber es gibt rechte Räume und ich versuche Ihnen heute ein paar Beispiele zu zeigen und zu vermitteln, sicherlich als Diskussionsgrundlage. Ja, was können rechte Räume sein? Vielleicht sollte ich an dieser Stelle zumindest kurz andeuten, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, heutzutage von rechts versus links zu sprechen. Und ich halte das durchaus auch mit Slavoj Žižek, der vor einiger Zeit vorgeschlagen hat, die traditionelle Rechts-Links-Zweiteilung, die Rechts-Links-Dichotomie aufzugeben und gewissermaßen zu erweitern. Und ich finde den Vorschlag von Žižek durchaus interessant. Er sagt nämlich, dass rechts und links durch eine Art Koordinatensystem, eine Kreuzstruktur ersetzt werden sollte, die man vielleicht so darstellen könnte. Dieses Diagramm habe ich auf der Grundlage eines Zitates von Žižek gearbeitet und hier sehen wir, dass sowohl rechts als auch links gewissermaßen aufgedoppelt ist. Dass es zwei sich kreuzende Oppositionen gibt, auf der einen Seite die internationalistische Linke, also oben links zu sehen, versus völkische Rechte, unten rechts zu sehen. Aber genauso gibt es vielleicht eine Opposition einer globalisierungskritischen Linken, teilweise sogar einer antisemitisch aufgestellten Linken, die sehr regional denkt, sie wäre hier links unten zu verorten, die einer neoliberalen Rechten, einer rechtslibertären globalen Elite gegenübergeordnet wäre. Und ich behaupte eben, dass viele, auch Architektinnen und Architekten, sehr viele Politiker in diesem Diagramm wesentlich effektiver verortet werden können. Ich glaube zum Beispiel auch Querfrontphänomene, beispielsweise gerade die Regierung in Italien von zwei populistischen Regierungen, die einen ordnen sich eher der Linken zu, die anderen eher der Rechten, können sehr gut in der unteren Horizontalen sehr gut gemeinsam Politik machen. Genauso ist beispielsweise ein Phänomen wie Hillary Clinton vielleicht ganz oben sehr gut zu verorten. Das nur als Einstieg, um Ihnen zu vermitteln, dass ich nicht glaube, dass rechts und links ausreicht, um komplexe politische Verhältnisse des 20. und 21. Jahrhunderts vielleicht angemessen zu diskutieren. Ich möchte mich in meinen Beispielen, die ich heute mitgebracht habe, im Grunde nur auf die Ecke rechts unten beschränken, auf die völkische Rechte, eben nicht die neoliberale Rechte. Darüber könnte ich auch Beispiele nennen, aber für heute und für den Moment geht es nur um die völkische Rechte, die antisemitische völkische Rechte, teilweise offen antisemitisch, teilweise latent antisemitisch. Was können diese rechte Räume, diese rechten Räume der völkischen Rechten sein? Es können ganz harmlos einsame Häuser sein. Ich bringe dieses Beispiel des Anwesens von Uda Pasteurs, einem NPD-Politiker, der in Lübtheen oder in der Nähe von Lübtheen einige Immobilien besitzt, der hier in einem sich ein Anwesen errichtete, das auch mit Hilfe von freien Kameradschaften errichtete, die hier links in Häusern teilweise auch leben. Und aus diesem Anwesen sollte
soll über kurz oder lang eine Art Mustersiedlung im Geiste der NS-Mustersiedlung der 30er Jahre entstehen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass der Eichenhain, der zum Eingang führt, die 88 abbildet. 8 Eichen links, 8 Eichen rechts. Und dieses Anwesen ist nicht nur ein Privathaus, sonst würde ich es nämlich nicht zeigen, sondern auch der Hintergrund einer Art eines TV-Senders namens Deutsche Stimme TV. Man kann sich die Sendungen und damit auch das Haus auf YouTube ganz gut anschauen und sich ein Bild von den Räumlichkeiten machen. In die ähnliche Kategorie fällt vielleicht auch das Anwesen des sogenannten NPD-Liedermachers Frank Rennecke in der Nähe von Hof, also in Franken. Frank Rennecke hat vor einigen Jahren ein aufgelassenes Schulgebäude in einem Hof in der Nähe von Hof gekauft und ist dort eingezogen. Wir sehen hier erstmal natürlich eine Grenzdefinition, Sichtschutzzäune. Wir sehen, wenn man sich dort dem Gebäude nähert, auch braune Seekontainer, die den Nachbarn, die es teilweise eben doch gibt, davon abhalten sollten, sich ein genaues Bild von den Innen, von den Räumlichkeiten dieses Anwesens zu machen. Und wenn man dann um die Kurve fertig war, vor einiger Zeit dort, dann steht man plötzlich vor diesem Tor. Also wir sehen hier wenig, was offenkundig rechts kodiert ist. Wir sehen hier ein Statement gegen Kernkraft, gegen Genfood. Wir sehen aber auch ein Stasi-Zitat und wir sehen hier ein sich berufen auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Rechte Räume können eben nicht nur einsame Anwesen, einsame Häuser sein, die sehr stark mit Grenzen, mit ihren Grenzen und teilweise eben auch mit Fahnen definiert sind, sondern sie können auch sogenannte Siedlungen gegen den Volkstod in Anführungsstrichen sein. Da hat die Amadeo-Antonio-Stiftung sehr wichtige Grundlagenforschung betrieben. Wir alle kennen das sogenannte Nazidorf Jamel und die heroische Arbeit derjenigen, die sich eben hier nicht damit zufrieden geben, in einer Art völkischen Siedlung zu leben. Wir kennen die entsprechenden Dokumentationen. Wir waren in unterschiedlicher Intensität vielleicht davon erschrocken, dass sich in manchen Anwesen in Jamel eben auch Grills befinden mit der Aufschrift Happy Holocaust. Das dritte Beispiel, die dritte Typologie, die ich hier zur Diskussion stellen will, sind völkische Orte für völkische Gemeinschaftserfahrungen in Form von Rittergutten oder Schlössern. Ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal betonen, ich habe überhaupt nichts gegen Schlösser. Ich liebe Schlösser, ich liebe Rittergute. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang eben doch nochmal betonen, dass gerade diese vormodernen Typologien wie Schlösser, die an eine feudale, quasi natürliche Gesellschaftsordnung erinnern, hier natürlich einen perfekten Hintergrund bilden für entsprechende gesellschaftliche Projekte, in der natürliche Ordnungen zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen eben versucht werden, wieder errichtet zu werden. Ja, und vor diesem Hintergrund ist sicherlich kein Zufall, dass eine Neonazi-Gruppe in Deutschland, die Wehrsportgruppe Hoffmann, im Grunde deren Geschichte kann geschrieben werden als eine Geschichte von Schlossumzug zu Schlossumzug. Also das Ganze begann im Schloss Almushof in der Nähe von Nürnberg. Die Wehrsportgruppe Hoffmann zog dann weiter in das Schloss Ermsreuth, wo Hoffmann heute noch lebt, der Gründer der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und ja, bis vor kurzem war die Wehrsportgruppe Hoffmann auch hier, ich glaube, in Sachsen zu Hause, in Saales mittlerweile. Ich glaube, das Anwesen kann man noch immer für 666.666 € käuflich erstehen. Und vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch kein Zufall, dass hier dieses Anwesen, das vielleicht manche von Ihnen auch kennen, das berühmt-berüchtigte Rittergut Schnellroda von Götz Kubitschek und Ellen Kositzer, hier, es ist de facto bei Lichte betrachtet kein Rittergut, aber Rittergut klingt gut und die Journalisten wollten natürlich schon immer so dunkle Home-Stories von Rittergutten machen. Insofern gehört dieses Labeling Rittergut natürlich sehr stark auch zur Erzählung des Verlages Antaios. Und auch André Pockenburg, ein AfD-Politiker, hat sich hier mit dem Kauf dieses Schlosses doch finanziell stark übernommen und sein AfD-Landtagsmandat hat ihn sicherlich dann auch gerettet.
Das klingt jetzt alles sehr insofern harmlos, als das ja alles auf dem Land stattfindet. Die Stadt als eine Kultur der Differenz, wollte man meinen, ist davon eher unbedroht. Aber ich glaube eben, hier passiert gerade etwas ganz Entscheidendes, dass auch rechte Ideologien über zwei Schienen versuchen, in die Innenstädte hineinzukommen. Das ist zum einen die Diskussion Mahnmal versus Denkmal. Wir kennen alle vielleicht die Zitate von Björn Höcke über die Erinnerungswende um 180 Grad, aber auch Zitate von Audrey Pockenburg, der eben das Holocaust Memorial in Berlin, er warf diesem Holocaust Memorial unschöne Ästhetik vor und hat allen Ernstes vorgeschlagen, ja, man könnte doch etwas Kleineres machen, etwas mit mehr Atmosphäre. Und das quasi aus rechter Sicht positive Gegenbeispiel zu Mahnmalen wie dem Holocaust Memorial in Berlin ist ein positives, in Anführungsstrichen, Denkmal, wie beispielsweise das Köffhäuser-Denkmal in Thüringen. Hier sprechen wir über ein Gebäude, das Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Der Architekt hieß Bruno Schmitz. Und hier geht es, hier trifft sich der Flügel, also der noch rechtsradikalere Flügel der ohnehin bereits rechtsradikalen AfD, in gewissen Abständen. Wir sehen hier ein Mahnmal mit einer sehr, sehr präzisen Geschichtspolitik. Und egal, was man von der AfD halten mag, sie sind sehr präzise und sie sind sehr informiert in der Art und Weise, wie sie Politik inszenieren. Und man kann im Grunde den anderen Parteien nur empfehlen, hier auch in der Symbolpolitik aufzuholen, um hier auch eine Alternative gegen die Alternative anzubieten. Und was sehen wir bei dem Köffhäuser Denkmal? Wir sehen hier unten den schlafenden König Barbarossa, darüber den reitenden Wilhelm I. Und es ging hier darum, das Deutsche Reich, das eben gegründet wurde, hier in eine Tradition des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu stellen. Und es ging hier eben nicht nur um die gebaute Kontinuität mithilfe von Geschichtspolitik, sondern es geht auch um ein Bauen gegen einen inneren Feind, der damals die Sozialdemokratie war. Gegen diesen inneren Feind, in Anführungsstrichen der Sozialdemokratie, wurde das Köffhäuser-Denkmal errichtet. Und vor diesem Hintergrund trifft sich natürlich auch der Flügel der AfD immer mal wieder auf dem Köffhäuser. Zum Schluss, Elke Zimmermann hat es bereits erwähnt, geht es hier natürlich auch um Rekonstruktionsprojekte. Wir sehen hier ein Wahlplakat der AfD bezüglich der Rekonstruktion, der bereits im Gange sich befindenden Rekonstruktion der Garnisonkirche in Potsdam. Und hierzu ist zu sagen, dass das Rekonstruktionsprojekt der Potsdamer Garnisonkirche auf die Initiative eines Rechtsradikalen zurückgeht, der mithilfe von Sponsorengeldern hier vor einigen Jahren das Glockenspiel der Garnisonkirche errichten ließ und es den Wiederaufbauwilligen quasi schenkte. Und auch hier, ich möchte aber wirklich auch an dieser Stelle betonen, dass das jetzige Rekonstruktionsprojekt der Garnisonkirche in Potsdam nichts mit Rechtsradikalismus zu tun hat. Ich möchte das wirklich nochmal betonen. Insofern spreche ich nur, ich würde niemals behaupten, dass Rekonstruktionsarchitektur per se rechts ist, aber für diejenigen unter uns, die sich auch für Rekonstruktionen engagieren und damit auch für schöne Städte, was ja erstmal vielleicht eine gute Nachricht ist, ich glaube, diesen Personen würde ich doch eher empfehlen, hier noch genauer sich zu sensibilisieren, mit wem man hier gemeinsame Stadtbildsache macht. Und das ist eben in Frankfurt durchaus schiefgegangen. Auch hier war die erste Initiative für die Rekonstruktion der neuen Frankfurter Altstadt, die erste politische Initiative, geht auf einen völkischen Rechtsradikalen zurück. Und ja, man könnte sagen, dass das, was jetzt in Frankfurt gebaut ist, darüber gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich höre vor allem Lob. Auch diese neue Frankfurter Altstadt ist sicherlich nicht gerechte Architektur. Ich habe das bereits betont, aber wir sollten uns eben vor Augen führen, dass die erste politische Initiative hier auf einen Rechtsradikalen zurückgeht.
Und hier natürlich von Seiten der AfD ein Vereinnahmungsversuch nach Fertigstellung dieses Stadtviertels vonstatten geht, den wir in den sozialen Medien und weit darüber hinaus gerade auch erfahren können. Wenn wir uns die Verlautbarungen von rechten politischen Gruppierungen bezüglich Architektur vor Augen führen, wenn wir eine Medienanalyse beispielsweise von rechten bis rechtsradikalen Magazinen anschauen, dann werden wir feststellen, dass Magazine wie die Blaue Narzisse, ein rechtsradikales Blatt, wenn die Blaue Narzisse über Architektur spricht, dann nur über Rekonstruktionsarchitektur. Insofern könnte man hier tatsächlich sagen, dass hier eine Einflussnahme von rechts bezüglich Rekonstruktionsarchitektur vonstatten geht. Und wer sich mit diesen Leuten nicht gemein machen will, müsste sich vielleicht gegebenenfalls überlegen, was man dagegen tun kann. Und ja, mit diesem Bild möchte ich enden. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, guten Abend. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Zuerst bitte ich Sie, real oder fiktiv die Augen zu schließen und sich das Wort Gedenkkultur zu vergegenwärtigen. Welches Bild taucht vor Ihrem geistigen Auge auf, wenn ich das Wort Gedenkkultur mit Städtenamen paare? Was sehen Sie, wenn ich Berlin und Gedenkkultur höre? Was, wenn Sie Theresienstadt und Gedenkkultur hören? Was taucht da auf? Und was, wenn Sie Oradour hören? Und was bei Dresden? Diese Stadt scheint einer Generalamnestie verfallen zu sein. Ich werde an der Stelle kurz historisch, weil ich weiß, dass auch Gäste aus anderen Städten im Publikum sind. Jahrzehntelang galt die Kunst- und Kulturstadt Dresden als das unschuldige Opfer des Nationalsozialismus. Die Geschichte Dresdens im Nationalsozialismus beginnt für gewöhnlich mit dem 13. Februar 1945, dem Tag des weltbekannt gewordenen Bombardements durch die Alliierten. Vergessen war und ist die vorangegangene rassistische und antisemitische Verfolgung, die Bücherverbrennungen, die sogenannten Arisierungen, die Zwangsarbeit und die Deportationen. Die Unterschlagung der Verbrechen durch eine revisionistische Fokusverschiebung auf die Bombardierung der Stadt kann getrost als Vorläuferin des Postfaktischen bezeichnet werden. Doch die Geschichte des postfaktischen Gedenkens ist länger, als man zunächst denken mag. Propagandaminister Josef Goebbels selbst sprach schon während des Nationalsozialismus von der Unschuld Dresdens. Diese Lesart übernahmen anschließend die DDR-Staatsantifaschisten und Antiimperialisten. So wurde Dresden neben Korea in den 50er Jahren zu den Opfern US-amerikanischer Aggression erzählt. Dem nationalen Taumel der deutschen Einheit folgend, sollte schließlich mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche mit der Geschichte des Nationalsozialismus abgeschlossen werden. Was in den 1950er und 1960er Jahren in West- und Ostdeutschland undenkbar erschien, wurde nun zum identitätsstiftenden Projekt. Hatte die Ruine der Frauenkirche in der DDR als Mahnmal gegen Faschismus und Krieg fungiert, war der Wiederaufbau ein städtebauliches Symbol eines wiedererstarkenden geeinten Deutschlands, das sich seiner Vergangenheit zu entledigen suchte. Wiederaufbau und Rekonstruktion sind auch heute noch die beiden großen Themen, die Diskussionen um die Dresdner Altstadt und den öffentlichen Raum beherrschen. Alle Leidenschaft gebührte Architektur aus der Zeit vor 1900. Egal ob original oder nachempfunden. Die Luftangriffe vom 13. Februar 1945 hatten neben großen Teilen der Innenstadt auch die Frauenkirche zerstört. Mit dem Abschluss der Rekonstruktion wurde sie zu einem zentralen Ort der Gedenkfeierlichkeiten und Auseinandersetzungen rechter, bürgerlicher und alternativ linker Dresdnerinnen.
Dabei ist im Rahmen der Gedenkrituale ein Versöhnungsmotiv leitend, bei dem nicht die Opfer des Nationalsozialismus, sondern die deutschen Opfer des Bombardements im Vordergrund stehen. Das macht es auch für die europäische Naziszene damit sehr attraktiv, an diesem Tag und in dieser Stadt zu demonstrieren. Im Wiederaufbau der Frauenkirche manifestiert sich also zweierlei: der Versuch, eine selbstreferenzielle Form der Erinnerung zu finden, und die Sehnsucht nach einem Schlussstrich, einer Normalisierung, die mittlerweile zu trauriger Berühmtheit gelangt ist. Das Symbol der Frauenkirche macht die Selbststilisierung Dresdens als Opfer möglich und steht für einen breiten, geteilten städtischen Konsens. Dresden ist eine Stadt, die es über Jahre und Jahrzehnte versäumt hat, einen angemessenen Umgang mit Geschichtsrevisionismus, rechter Gewalt und rechten Terror zu entwickeln. In unseren Augen stellt sich der Neumarkt, das Ensemble um die Frauenkirche, ein riesiges Erinnerungsmonument dar. Immerzu und unübersehbar an die Bombardierung durch die Alliierten erinnernd. Andere Perspektiven bleiben ausgeschlossen. Wo ließe sich hier eine Gedenktafel anbringen, die eine andere Geschichte erzählt? Schon die Idee muss vor der über die Architektur zum Ausdruck kommende Hegemonie der Dresdner Leidensgeschichte kapitulieren. Keine Gedenktafel der Welt ist der Rekonstruktion einer ganzen Innenstadt gewachsen. Was sind die Leerstellen dieser Erinnerung? Das Dresdner Erinnern ignoriert konsequent die Erfahrung der Shoah-Überlebenden, um nur eine der vergessenen Stimmen zu zitieren. Olga Horak notierte als Mädchen zum Bombardement: während des Angriffs beobachteten wir, wie die Bomben wie Manna vom Himmel fielen. Da befand sie sich auf einem Todesmarsch durch Dresden. Es handelt sich um die Tage und Nächte rund um die Bombardierung am 13. Februar 1945. Diese marginalisierte Erinnerung bleibt immateriell in dieser Stadt. Keine Plakette, kein Stein, der nicht auf private Initiative Einzelner zurückgeht. Rekonstruktion kann nur mögen, wer die Gewalt ausblendet. Daher entzieht sich die neue Synagoge der Rekonstruktion. Sie würde ansonsten vergessen machen, was geschehen ist. Ansonsten existieren kleine und sehr wichtige Initiativen des Erinnerns. Der Täterspurenmahngang am 13. Februar hinterfragte die Unschuldsvermutung. Dazu kommen die Gedenkveranstaltungen der jüdischen Gemeinde des Hatikva, die Denkzeichen der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die Installation der Künstlerin Marion Kahnemann, die Stolperstein-Initiative, die Gedenkstätte Münchner Platz als Institution, das Audioskript. Was sehen wir nun an Architekturen in dieser Stadt? Ich möchte einen kleinen Einblick geben in die Manifestationen und Interventionen des Erinnerns. Ich bin hier als Autorin eingeladen und gerate jetzt sicherlich in Misskredit. Und ich finde es aber wesentlich, weil unsere Aufgabe ganz wesentlich die ist, in Abwesenheit eines jüdischen Museums, einer Institution, die die Opferstimmen in irgendeinen Fokus und in Stein bringt, diese Stimmen stark zu machen. Dafür stehe ich hier und möchte Ihnen jetzt die kleinsten Interventionen, die gerne vergessen werden. Die einen mögen vielleicht sogar schmunzeln und trotzdem sind sie sehr stark am Zahn der Zeit. Sie sehen hier die Bußmann-Kapelle. Das ist auch ein Rekonstruktionsprojekt. Vielen, den Dresdnerinnen, wird es bekannt sein. Wir haben praktisch hier einen Teil einer 1963 abgetragenen Sophienkirche. Heute gibt es hier eine große Gesellschaft, die sich für den Wiederbau einsetzt. Sie ist jetzt praktisch mit Glas geschützt, durch Glas geschützt. Und was ein großer Aufreger in dieser Stadt war, wir machen uns kein Bild, im Moment haben wir durch eine Historikerkommission Namen von um die 19.000 Menschen, die bei diesem Bombardement umgekommen sind. Die Bomben kannten aber eben keine Unterschiedlichkeit. Das heißt, an dem Tag sind Menschen umgekommen, die in der SS tätig waren und hier die letzten KZ-Häftlinge durch die Stadt getrieben haben, genauso wie der KZ-Häftling selber. Somit gab es dann eine Kritik, diese Namen ohne eine Anmerkung gleichzusetzen und dort in Stein zu meißeln. Das, und da kommen wir, glaube ich, später drauf zu sprechen, ist in Nikern das viel zitierte, diese Stele, an der sich heute noch NPD da treffen am 13. Februar. Die ist entstanden nach dem Krieg und hat natürlich die angloamerikanische Disposition im Kalten Krieg bedient, indem sie von angloamerikanischem Terror spricht.
Das heißt, diese Stele macht eins. Hier sind Opfer angloamerikanischen Terrors, aber keine Täterin mehr zu finden. Wer hat in diesem Nickern gewohnt? Wer war da? Wer hat da Zwangsarbeit geleistet? Was ist da eigentlich los? Das sehe ich zumindest hier nicht. Der Heidefriedhof, ein weiteres wichtiges Ensemble Dresdner Erinnerns. Es ist auch zwischen SPZ und in der DDR entstanden. Wir haben hier ein instrumentelles Verhältnis zum Nationalsozialismus. Hier wird erinnert, weil dort begraben viele der Dresdner Bombardementopfer. Zum anderen gibt es aber 1000 Lesarten unterschiedlicher Begehrlichkeiten. Dieser Ort nochmal zurück, das ist vielleicht für die Gäste besonders interessant. Hier haben schon zu DDR-Zeiten die städtischen Gedenkfeierlichkeiten stattgefunden. Das heißt Bürgermeister, soziale Initiativen, eigentlich alles, was sich um dieses Erinnern gedreht hat, hat sich dort morgens am Morgen des 13. Februar eingefunden. Ganz augenscheinlich war das aber eben überhaupt kein Problem für Nazis und Rechte, sich dort anzuschließen. Das heißt, heute ist da die AfD in Abwesenheit der Stadt, muss man sagen. Man hat das Unterfangen aufgegeben und die NPD, JN und andere kaderrechter Szenen haben dort immer gemeinsam mit anderen ihre Grenze praktisch hinterlassen. Dieses Ensemble, das ist global ein interessantes, also ich habe verschiedenste Gäste durch diese Stadt geleitet, auch durch den Heidefriedhof. Wer das Ensemble kennt, weiß, dass es sich hier um Konzentrations- und Vernichtungslager handelt. Das heißt, wir sehen hier die Stele von Auschwitz, es ist Auschwitz, Sobibor meine ich, und noch 2, 3 weitere Konzentrationslager. Dazu gruppiert sind in dieser Stelenlandschaft Städte wie Leningrad, die von den Deutschen strukturell ausgehungert wurden. Und letztendlich steht in dieser Reihe der dort aufgeführten Städte und Orte auch Dresden gleichberechtigt mit dem Kopf nach Auschwitz. Das ist eine der letzten Interventionen, würde ich es jetzt mal nennen, am Heidefriedhof. Das ist das trauernde Mädchen am Tränenmeer. Sie sehen hier eine junge Frau, die am 13. Februar wohl zu Tode gekommen ist. Wer ein bisschen im Hintergrund hat, dass wir in der dem christlich-jüdischen Abend dann anhängen, sieht, dass dieses Mädchen ein Kreuz und die totale Unschuld repräsentiert. Genau das ist heute das Entree, mit dem wir den Heidefriedhof besuchen. Die Frage ist, wie viel Unschuld diese Stadt verträgt, um sich einmal vielleicht zu befragen, was ihre Rolle vor 1945 war. Daneben ist eine Intervention und die hat auch nicht lange gehalten. Ich zeige sie nur, weil die so selten gezeigt wird. Andere junge Leute hatten da eben Kritik dran, dass ihr eine unschuldige Ikonografie zum Tragen kommt und hatten dann das Spuddelkind platziert, um einfach mal darauf aufmerksam zu machen, dass diese Geschichte zumindest Brüche haben müsste. Genau, ich bin selber Autorin in dem Buch Gedenken abschaffen, aber eben auch Teil des Autorinnenkollektivs. Wir haben ein Audioskript rausgebracht, das sind 12 Stationen jüdischen Leidens und Morden, also gemordet werdens in Dresden. Das sind 12 Stationen, an denen Jüdinnen von Zwangsarbeit eben bis zur Brühlschen Terrasse und den dort Besuchungsverboten, also von der ganz einfachen, sage ich mal, vom Ausschließen aus dem öffentlichen Raum bis hin zur Deportation thematisiert werden. An diesen 12 Orten, die wir zum Thema gemacht haben, finden sich heute 2 Symbole, zum einen eine Plakette und die Denkzeichen, die die christlich-jüdische Gesellschaft aufgestellt hat. Ansonsten finden Sie diese Orte nicht, Sie brauchen da tatsächlich ein Navi. Wir haben das in dem Stadtplan versucht zu rekonstruieren. Ich habe ein paar Thesen mitgebracht, an denen wir anschließend diskutieren können. Widerstände und Opfer des NS finden sich in dieser Stadt nicht. Es besteht kein Mut, Opferperspektiven architektonisch abzubilden. Hier dürfen immer mal ein paar Leute mit ein paar Zetteln und ein paar Jugendlichen durch die Stadt gehen und diese Geschichten erzählen. Aber um Manifestationen, da ist man ein bisschen schüchtern. Progressives darf nur als Intervention temporär platziert werden. Hier gibt es tolle Leute, die tolle Sachen gemacht haben. Die werden aber dann doch wieder in den Archiven versteckt. Sind die Akteure unserer Restauration, da möchte ich auf Herrn Trübi eingehen, sind die rechts? Ich weiß es nicht. Können Architekturen und Monumente rechts sein? Ich weiß nur, dass ganz viele Geschichten dieser Rekonstruktion zum Opfer gefallen sind. Damit möchte ich mich erstmal bedanken. Bis später. Einen schönen guten Abend. Ich suche jetzt auch meine Präsentation auf
und kann ganz gut an diesem Ort weitermachen. Aber Sie helfen mir noch viel besser, dann fange ich schon an. Vielleicht noch mal zu den Aufgaben, die ich hier als Teil der Stadtverwaltung vertrete. Wir sind nicht diejenigen, die die Kulturpolitik machen oder die kulturell was vorgeben, sondern wir haben die nüchterne, aber eben auch sehr, sehr spannende Aufgaben der Flächenverwaltung, öffentlicher Grünflächen und der Friedhöfe und sind auch Friedhofsbehörde. Und neben ihrer ökologischen Aufgabe sind ja Grünflächen, Friedhöfe als öffentliche Orte, öffentliche nicht kommerzielle Orte, wo sich alle Menschen treffen und wo alle Menschen gleich sind, gerade auf dem Friedhof, sehr spannende Orte des Miteinanders und auch des Erinnerns. Vielleicht noch ein Satz zu mir persönlich. Ich bin eingeborene Dresdnerin und habe, nachdem die Wende mich als Krankenschwester mit 24 Jahren fand, Jura studiert und habe im Stadtrat mit den Schwerpunktthemen Umwelt, Stadtentwicklung, Demokratie immer versucht, die Arbeit hier sehr genau beim Erhalt von historischer, von geschichtlicher Substanz abzubilden, weil ich glaube, dass uns das die Zukunft gibt und habe immer angefangen, mich zu streiten, wenn mir das zu restaurativ wird. Ich habe zum Beispiel auch zu der Minderheit im Stadtrat gehört, die 1993 gegen den Wiederaufbau der Frauenkirche gestimmt hat. Mir war das zu fertig. Ich wollte den Bruch. Die Mehrheit hat es anders entschieden. Ich glaube, damit kann die Stadt sehr gut leben. Aber wir brauchen eigentlich die genaue Erhaltung der Spuren und nicht eine Restauration, die die Spuren vermischt, wenn wir zukünftige Entscheidungen für den Stadtraum treffen. Da möchte ich einige Orte zeigen. Wo ist der richtige Drücker? Ich glaube, ne? Ha, ich habe es geschafft. Fange an mit den Friedhöfen. Orte des Erinnerns an Tod und Gestorbene. Und der Tod ist ein verdrängtes Thema, das Gleichheit schafft und Unterschiede in der Art des Erinnerns und gleichzeitig natürlich die Orte, wo wir im Alltag an Opfer von Rassismus, Verfolgung und Krieg erinnern. Also auf jede Weise Orte gegen das Verdrängen. Aber unsere Friedhöfe sind auch europäische multikulturelle Orte. Ich zeige hier für die, die es nicht kennen, aus Dresden links den Gedenkstein der DDR, noch aus DDR-Zeiten, aus dem städtischen Friedhof, auf dem die Opfer der Tötungsanstalt auf dem Pirnaer Sonnenstein begraben sind, also die sogenannten Euthanasie-Opfer. Und rechts sehen Sie einen Stein der muslimischen Grabanlage auf eben diesem Heidefriedhof, die wir gerade erweitern, weil unsere Bevölkerung wächst und er auch gut in Anspruch genommen wird. Und ich könnte jetzt viele Beispiele für die verschiedenen europäischen Völker auf unseren Friedhöfen benennen. Das tue ich natürlich nicht. Aber das sind unsere Friedhöfe als Orte auch. Auch ich hatte auf meiner Präsentation das Rondell, wir haben uns da vorher nicht abstimmen können, auf dem Heidefriedhof, weil ich einen Blick zurückwerfen wollte, meine Vorrednerin hat es schon getan, auf die Abgrenzungskultur in Dresden der DDR, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe als junger Mensch die DDR durchaus kritisch gesehen, ohne schon überschauen zu können, wie stark dieser Opfermythos zur Machterhaltung der DDR genutzt wurde. Nachdenklich wurde ich persönlich im Jahr 1980, Sie erinnern sich, Solidarność streikt nebenan in Polen. Wir haben, Dresden war immer eine Stadt, wo es viele Polen, Polinnen und Polen gab, sympathisiert und haben erlebt, wie in unserer Schule, ich war damals 15, die Polen nicht mehr unsere polnischen Brüder waren, sondern der arbeitsscheuen Polacken. Einfach den Schalter rumgedreht, um die Streikbewegung zu diffamieren. Das hat funktioniert. Auch das ist Teil dieser Geschichtsbilder, über die wir reden müssen, wenn wir bewerten, was dieses Rondell, das ich, wenn ich auf dem Heidefriedhof bin, was ich natürlich öfter und gern tue, was ich nur schwer ertrage, weil eben dieses unkommentierte Gleichstellen Geschichte verzerrt. Wie gehen wir damit um? Und was haben wir noch für Denkmäler?
In der DDR war kennzeichnend, dass nicht nur die Shoah nicht Unterrichtsbestandteil war und in ihrer Dimension nur von Menschen erkannt und diskutiert wurde, die anderen Zugang zu Bildung hatten. Es wurden auch Opfergruppen völlig ausgeblendet, Homosexuelle, Sinti, Roma, Judensau oder Schwul war ein ganz normales Schimpfwort. Es gab die bekannten Militarisierungstendenzen, also alt-neue Militarisierungstendenzen, gerade in dieser DDR in der letzten Zeit. Und Opfergruppen wie die osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden ebenso verdrängt. Ich zeige Ihnen hier ein weiteres Denkmal auf dem Heidefriedhof aus dem letzten Jahr der DDR, 1989, für die sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die ja lange Zeit in der SU selber stigmatisiert wurden. Erst in der Zeit der Perestroika war so ein Denkmal möglich, das ich in seiner Art und Weise von der Künstlerin Thea Richter hier aus der Region sehr schön, weil unter Verzicht auf falsches Pathos und Romantik finde. Der nackte Tod eben. Wie können wir im Alltag mit dieser Erinnerungskultur umgehen? Wie können wir sie entwickeln? Meine These ist, wir müssen als Stadtverwaltung, als Bürgerschaft zusammen in diese Stadtgesellschaft gucken, wo wir die Erinnerungskultur kritisch weiterentwickeln können. Und da haben wir, glaube ich, einige gute Ansätze schon in der Bürgerschaft. Uns ist es ein Anliegen, dort eng zu kooperieren. Sie sehen hier auf dem Bild den Nordfriedhof, weil mehrere Initiativen in der Stadt sich sehr intensiv um diesen Nordfriedhof kümmern. Das ist der ehemalige Militärfriedhof der Stadt, wo Sie Spuren finden von den Kriegen 1870 bis zu verhungerten Kindern aus der sowjetischen Garnison nach dem Krieg. Spuren über Spuren. Ein anderes Beispiel ist der sowjetische Garnisonsfriedhof, der lange in Verwaltung des Landes, wir wollen ihn jetzt als Stadtverwaltung zu den anderen Friedhöfen übernehmen und pflegen, versteckt, unentdeckt lag, bis sich eine bürgerschaftliche Initiative um diesen Friedhof gekümmert hat und ihn wieder ins Erinnern gerückt hat und Veränderungen auf diesem Friedhof, die damals in der Diskussion des Freistaates waren, verhindert haben. Das war eine sehr gute Geschichte und wir sollten den Akteuren dankbar sein, weil sie eben dieses Erinnern notwendig machen. Vielleicht noch weitere Ideen für die Erinnerungsorte, aber vorher die Frage an Sie. Wissen Sie, was das ist? Erkennt jemand dieses Bild? Das ist der Eingang zum ehemaligen Zwangsarbeiterlager Hellerberge, wo die letzten Juden vor ihrer Deportation sein mussten und dann zu Fuß den Gang runtergegangen. Und dann im Anhang war das ja dieses sogenannte Entbindungsheim, wo die Zwangsarbeiterinnen die Kinder bekommen haben, entbinden mussten und ihre Kinder weggenommen bekommen haben. Gleich nebenan auf dem St. Pauli-Friedhof befindet sich ja das Sammelgrab vieler dieser Kinder, das auch durch eine bürgerschaftliche Initiative jetzt geehrt worden ist. Wir befreien gerade diese Fläche von der Überbauung durch Gärten in den 50er Jahren. Es hat eine Besichtigung gegeben, Ausgrabung. Der Eingang wird erhalten, der Rest wird eine Naturschutzausgleichsmaßnahme. Also diese Flächen sind jetzt auch im Besitz der Stadt. Aber auch hier war es so, dass andere Nutzungen erörtert wurden und wieder auf bürgerschaftlichem Wege eine Umnutzung verhindert wurde, wegdiskutiert wurde auf das Hinweisen dieses Gedenkmals und uns dieser Ort jetzt zur Verfügung steht und wir damit etwas tun können. Was können wir tun mit solchen Orten? Wir brauchen mehr Gedenkzeichen, Stolpersteine, Achtung auf die vergessenen Orte im Alltag. Wir brauchen Erläuterung und Kommentierung, um Bildungsarbeit überhaupt möglich zu machen und wir brauchen sie im Raum des Alltags. Gerade weil die Zeitzeugen eben nicht mehr lange erreichbar sein werden durch ihr Alter. Ich glaube, wir brauchen ein Leitsystem, Sie haben es ja in Ihrem Projekt angedacht und an einigen Orten realisiert, für den Alltagsraum, zum Beispiel im Nordraum könnte das sein, Heidefriedhof und Nordfriedhof,
in der Mitte das ehemalige Zwangsarbeiterlager und der St. Pauli-Friedhof. Aber man sollte eben im öffentlichen Raum, und das ist ja machbar, auch Schilder sehen, das war da, das war da und da war der Weg. Wir brauchen Trauer und konkrete Erinnerungen gegen Rituale, die eher der Restauration dienen, also neue Formen. Ich finde in dem dezentralen Gedenken, das die Stadt angefangen hat, einiges davon. Ich habe ja das bei den sogenannten Euthanasie-Betroffenen mit angeregt. Und wir brauchen öffentliche Ideenwettbewerbe. Wie können wir das baulich gestalten? Was haben wir für Ideen, um diese Orte in unsere Nachbarschaft zu bringen, um sie zu zeigen, um Erzählungen der Nachkommen zu dokumentieren, mit öffentlichen Archiven zu verschneiden. Ich will an der Stelle auch ausdrücklich sagen, ich bin nicht dafür, Denkmäler, die mir nicht gefallen, zu entfernen, zu zensieren. Gerade das hilft uns nicht, das ist meine tiefe Überzeugung. Aber kommentieren schon. Und schließlich, wir brauchen natürlich tatsächlich ein Konzept, eine Verständigung im Stadtrat, in der Stadtverwaltung. Wie gehen wir mit diesen Orten konzeptionell um? Und vor allem, wie nutzen wir die Kulturhauptstadtbewerbung, die Dresden vorhat, mit dem Thema Orte des Miteinanders, um unseren Blick, unser Verständnis zu schulen? Das wird uns viel bringen und deshalb freue ich mich auf diese Diskurse in der Stadt. Vielen Dank bis hierhin. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Johannes Schulz. Elke Zimmermann sagte, ich sei zuständig für die Gedenkstättenkonzeption. Das ist ja hochtrabend. Ich versuche es anders zu formulieren, passt zum Thema Architektur. Ich versuche seit ungefähr jetzt bald 4 Jahren den Bereich historisch-politische Bildung in der Stadtverwaltung aufzubauen. Ich sage bewusst historisch-politische Bildung, weil das schon sagt, in welche Richtung wir arbeiten. Ich habe mir angewöhnt, zu solchen Veranstaltungen, die in Dresden durchaus immer sehr emotional sein können, einen Koffer mitzubringen, auf dem steht Vorsicht friedlich. Wer mich kennt, ich bin ein ironischer Mensch, ich werde erläutern, was sich tatsächlich dahinter verbirgt und möchte, nachdem der Koffer mir ja vorhin schon umgefallen ist, vielleicht mit einer kleinen Anekdote beginnen. 2013 hat der Stadtrat nach gefühlt endlosen geschichtspolitischen Debatten und Diskussionen sich zusammengerauft und hat gesagt, wir gründen einen Ausschuss Erinnerungskultur, um diesen politischen Streit über Geschichte etwas abzuschwächen. Lange getagt. Das Kulturamt hat das intensiv begleitet. Es ist dann tatsächlich gelungen, über die Parteigrenzen hinweg so einen geschichtspolitischen Konsens zu erarbeiten. Für Politikwissenschaftler, Historiker, Didaktiker ist das, was in diesem Konsens drinsteht, vielleicht Common Sense, war aber, glaube ich, für den Stadtrat ein ganz, ganz großer Schritt in dieser Stadt. Und in einer der letzten Sitzungen, als eigentlich schon alles geklärt war, kam dann der Vorschlag auch seitens der Verwaltung, gab so Kategorien, nachdem das Gedenkkonzept strukturiert ist, kam der Vorschlag von der Verwaltung, mal beispielhaft Daten oder Orte darzustellen. Und wir wurden dann nicht termingerecht fertig mit dem Beschluss, weil dann auf einmal eine Diskussion entstand, wo jede Fraktion, das meine ich nicht kritisch, sondern durchaus politisch nachvollziehbar, jede Fraktion nochmal versucht hat, ihren eigenen Ort, ihr eigenes Lieblingsdatum mit einzubringen. Und es gab wieder Verhärtungen im geschichtspolitischen Auseinandersetzungen, was sehr, sehr interessant war. Ich nehme das zum Anlass und versuche, mich kurz zu fassen, in 3 Punkten nochmal einmal zurückzuschauen. Was war denn die systematische Ausgangslage zu dieser Zeit? Wie versucht die Stadt, also die Stadt als Stadtverwaltung, Erinnerungskultur oder historisch-politische Bildung zu strukturieren? Schaue dann kurz mal in die Zukunft, weil ich unmittelbar gerade dabei bin, eine neue Vorlage zu schreiben zum Thema Gedenkkonzept historisch-politische Bildung. Und ja, fasse vielleicht ein paar Dinge dann nochmal zusammen. Schauen wir zurück. Systematisch betrachtet ist ja Dresden eine unheimlich geschichtsversessene Stadt. Als nicht gebürtiger, aber als jetzt schon Jahrzehnte hier lebender Dresdner ist das etwas, was man von Anfang an spürt. Diese Stadt identifiziert sich ganz stark mit ihrer Geschichte. Die Dinge, wie sich die Stadt weiterentwickelt, wird ganz oft aus einem spezifischen Geschichtsbild abgeleitet. Das sieht man inzwischen auch von außen so. Wenn man sich mal anschaut, wie Dresden von außen betrachtet wird, sagt man auch immer, Dresden ist eine unheimliche historische Stadt, nicht nur eine Kulturstadt,
auch eine sehr historische Stadt. Gleichzeitig ist Dresden aber auch eine sehr geschichtsvergessene Stadt, als kleine provokante Einstieg sei mir das erlaubt, weil man in Dresden häufig spürt, so eine, auch das als kleine Provokation, eine Dominanz barocker Geschichtsbilder. Also dass Dresden sehr stark geprägt ist von diesem goldenen Zeitalter August des Starken, der ja auch wirklich architektonisch, politisch, geschichtlich durchaus ja auch wichtige Spuren hinterlassen hat, aber der bis heute eine große Rolle spielt. Und das Zweite ist dann tatsächlich eben der Rückbezug auf die Zerstörung am 13. Februar, die in Dresden immer eine besondere Rolle spielt. Das führt dazu, dass andere Geschichtsebenen, nicht nur der Nationalsozialismus, also die Zeit dann vor dem 13. Februar 1945, sondern auch andere Geschichtsebenen eine untergeordnete Rolle spielen. Ich finde es immer sehr faszinierend, dass die sächsische Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen eine unheimliche Monarchiebegeisterung hat, wobei sich das Wort Freistaat ja aus einem republikanischen Verständnis ableitet, sodass wir beispielsweise im Moment mit dem Verein Denkmalfort, ein zivilgesellschaftlicher Verein, einigen vielleicht bekannt, überlegen, wie wir nächstes Jahr das Jubiläum der Mai-Revolution in Dresden mal dazu nutzen, um vielleicht die Königsstandbilder sozusagen in einen republikanischen Kontext zu stellen. Dann, was in Dresden immer, und das macht auch unheimliche Freude in dieser Stadt, das meine ich nicht ironisch, sondern wirklich ernst, dass in dieser Stadt über Geschichte gestritten wird, halte ich inzwischen für nicht für einen Nachteil, sondern einen Vorteil, wenn ich mir anschaue, wie vergleichbare westdeutsche Großstädte mit ihrer Geschichte umgehen, beispielsweise Darmstadt, was die Zerstörung angeht, oder Würzburg. Da sind wir, glaube ich, in Dresden in vielen Debatten weiter, als wir das von uns selber denken. Es ist sehr emotional, und was ich auch sehr schätze in dieser Stadt, dass es Geschichte ein unheimlich bürgerschaftliches Engagement dahinter steht. Der Geschichtsverein, ich glaube, einen vergleichbaren Geschichtsverein gibt es in anderen Großstädten in Deutschland nicht. Unheimlich engagierte, auf allen sozusagen Lagern auch engagierte Bürger. Und dann gibt es noch die Bürger als Zeitzeugen. Der Dresdner bringt sich sehr stark aus seiner eigenen Erfahrung in diese Debatten mit ein. Das ist vielleicht systematisch betrachtet nicht immer einfach, aber letztendlich auch Ausdruck einer demokratischen Erinnerungskultur. Jetzt habe ich sehr lange über die Vergangenheit gesprochen. Ich rede noch schneller als sonst, wenn ich über die Gegenwart spreche. Wir sind so im Moment aus städtischer Perspektive das geschichtspolitische Selbstverständnis. Wir versuchen seit 4 Jahren, mal mit Erfolg, mal weniger mit Erfolg, von der Erinnerungskultur ein bisschen wegzukommen, mehr Geschichte zu vermitteln. Wir versuchen, städtische Gedenkveranstaltungen stärker zu entritualisieren. Also nicht mehr die klassische Kranzniederlegung, sondern möglicherweise immer Darstellung des historischen Kontexts, nach Möglichkeit auch noch einen Gegenwartsbezug und wenn es dann noch gut klappt, auch durchaus an der politischen Bildung orientiert, auch durchaus eine Kontroversität mit einzubringen. Das haben wir in den letzten 4 Jahren knapp 50 Veranstaltungen durchaus geschafft. Am besten hat es funktioniert übrigens, wenn wir mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammengearbeitet haben. Die geschichtspolitische Realität sieht ein bisschen anders aus. Es ist so, dass auch das keine Kritik, das steht mir nicht zu am Stadtrat, dass wir häufig im Moment Einzelprojekte erleben, also dass der Stadtrat Einzelprojekte beschließt, die die Verwaltung dann versucht, Gedenkstein Nickern, kann man vielleicht später nochmal drüber diskutieren, versucht dann fachlich dann mit umzusetzen. Und es gibt nach wie vor, und das habe ich eben auch in beiden Vorträgen gehört, ein sehr starkes Symbolbedürfnis, sowohl im Negativen wie auch im Positiven. Das ist so ein bisschen die Realität und die Aufgabe, die wir versuchen, mit unterschiedlichen, also mit den Kolleginnen und Kollegen im Geschäftsbereich von Frau Jenigen, mit der Abteilung Protokoll. Wir versuchen, diese geschichtspolitischen Initiativen, die Beschlüsse des Stadtrates zu übersetzen, stärker in eine historisch-politische Bildung, also ein bisschen weg von der Erinnerungskultur, wie ich sagte. Genau, dazu haben wir unterschiedliche Projekte entwickelt. Eins dieser Projekte hatte ich eben gezeigt, Vorsicht Friedlich, das ist ein Planspiel zum Thema Revolution, das wir entwickelt haben für die Gedenkstätte Bautzener Straße. Wir haben, das passt zum Thema Bau, auch auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses, da ging es darum, den Architekten des Kulturpalastes zu ehren, Wolfgang Hensch. Wie gesagt, das bringt wenig, jetzt die 5000. Gedenktafel oder Bronzeplakette aufzuhängen. Wir schlagen dem Stadtrat vor, einen Projekttag zur Ostmoderne zu entwickeln, die Arbeit Hensch dann eben auch würdig, das ist ein Beispiel. Wir haben gemeinsam mit dem Geschichtsverein ein Lehrerheft zum Thema Reformation herausgegeben. Also Sie sehen, wir versuchen im Moment sehr viel modellhaft
zu schauen, was kann eine Stadt in der historisch-politischen Bildung leisten, wie weit geht der Stadtrat mit, der ja letztendlich ja auch der Auftraggeber ist. Was nicht so gut funktioniert hat in der Vergangenheit, ist zum einen die Vernetzung, also dass die Vernetzung gerade zu einem größeren Rahmen zivilgesellschaftlicher Akteure, auch um Debatten vielleicht stärker auch mal in dieser Stadt zu führen. Wir bräuchten eine stärkere Systematisierung, das heißt nicht nur Einzelprojekte, sondern entweder zeitlich orientiert, nach Zeitschichten orientiert, Abarbeiten von Themen. Und wir müssen diese ganzen Dinge, die, das habe ich gerade auch gemerkt beim Thema 13. Februar, ich glaube, da sind wir wesentlich weiter, als was nach draußen kommunizieren, die Kommunikation solcher Themen erheblich verbessern. Kommen wir zur Zukunft. Was könnte oder was legt die Kulturverwaltung dem Stadtrat vor? Erstens, zivilgesellschaftliche Akteure stärker bei der Gestaltung von Gedenktagen, Gedenkorten zu unterstützen. Es gibt nach wie vor in dieser Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven den Wunsch nach historischer Sinnstiftung. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht mit politischen Mehrheiten oder was eine Verwaltung leisten soll, sondern ich glaube, das ist eine Initiative, die aus der Bürgerschaft kommen soll und die dann letztendlich durch die Verwaltung auch unterstützt werden soll. Das Zweite ist, dass wir versuchen, stärker geschichtspolitische Debatten zu moderieren. Beim Thema Gedenkstein-Nickern wäre das im Vorfeld schon nötig gewesen, dort die unterschiedlichen politischen Erwartungen mal auf den Tisch zu bringen und da auf der Grundlage dann tatsächlich etwas Nachhaltiges zu entwickeln. Und das Dritte, die Modellprojekte, die wir jetzt in Einzelthemen gemacht haben, stärker mit Bildungsträgern wie der Universität, aber auch mit Vereinen stärker umzusetzen. Das sind so die Punkte und verwaltungsintern nochmal eine klarere Struktur. Wir haben im Moment einen Kollegen vom Denkmalschutz, der für Themen zuständig ist. Wir haben den Geschäftsbereich von Frau Jenigen, der in diesem Bereich mit tätig ist. Wir haben die Protokollabteilung. Wir brauchen intern noch eine stärkere Systematisierung, aber das ist, denke ich, auch nichts Ungewöhnliches für eine Institution, die eher verwalten gewöhnt ist und jetzt langsam ins Gestalten auch hineinkommt. Ich komme zum Schluss. Ich sage, ich bin ein ironischer Mensch. Wenn ich jetzt das Arbeitsfeld in der Stadtverwaltung umschreiben müsste, würde ich mit einem Zitat von Homer Simpson beginnen. Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen. Man kann es bildungsbürgerlich ausdrücken mit Max Weber. Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Ich glaube, dass wir in Dresden noch einen langen Weg vor uns haben. Gleichzeitig glaube ich, dass wir in Dresden bezogen auf den 13. Februar und diese klassischen Themen schon wesentlich weiter sind. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht langsam den Mythos Dresden selber zum Mythos machen. Das ist, glaube ich, bei allen Problemen, Frau Grahl, die Sie berechtigterweise angesprochen haben. Das Thema Judenlager ist etwas, was mir persönlich sehr stark am Herzen liegt, weil Sie dort ja wirklich exemplarisch erleben können, wie über Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes dann eben Gras wächst. Das sind noch Dinge. Ich glaube aber, und das war auch eine Reaktion vielleicht auf Professor Trübi, ich glaube, es kann in den gegenwärtigen Herausforderungen kann es nicht heißen, dass wir Symbolpolitik mit Symbolpolitik begegnen und Symbole mit Symbolen bearbeiten, sondern ich glaube, dass es wesentlich zielführender ist, aber auch wesentlich voraussetzungsvoller ist, was Frau Jenigen Sie ja eben schon angesprochen haben, tatsächlich die Orte oder die Geschichte einer Stadt zu vermitteln und dem zu widerstehen, jedem geschichtspolitischen Stöckchen, was einem vorgehalten wird, darüber zu springen, weil es extrem viel Energie kostet, Ressourcen kostet. Und ich schließe mit einem Zitat von Dankwart Guratsch, der vor 3 Jahren anlässlich der Tatsache, dass die Stadtverwaltung es gewagt hat, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren das Gedenken umzustrukturieren auf dem Heidefriedhof, zum dezentralen Gedenken zu kommen, das eben auch den Leipziger Bahnhof beispielsweise einschließt, hat gesagt, die Stadt hat das Gedenken abgeschafft. Insofern, auf der einen Seite haben wir das schon geschafft, wird uns von der einen Seite vorgeworfen, die andere Seite sagt, ihr macht das noch zu wenig. Es bleibt ein spannendes Thema. Ich habe lang genug geredet. Vielen Dank. Hören. Wir haben jetzt einen sehr breiten Blick über Gedenkkultur in Dresden vermittelt bekommen, deckungsgleiche Einschätzungen, wie sich Gedenkorte darstellen, wie sich die Erinnerungskultur in Dresden gelebt wird zum Teil, aber auch gegensätzliche Auffassungen, was mir jetzt im Kopf geblieben ist, gerade was den Gegensatz anbetrifft, ist, dass
ja gerade Gedenken abschaffen, wenn ich das richtig verstanden habe, davon oder die Forderung aufmacht, dass man von den immateriellen Interventionen im Stadtraum, die Erinnerungsanstöße geben sollen, zu materiellen und stetigen Interventionen übergeht und sie mal versucht, während sowohl Frau Jenigen als auch Herr Schulz sagen, wir hätten eigentlich genug Tafeln, lasst uns jetzt doch lieber mal die Diskussion führen und lasst uns doch lieber mal über die verschiedenen Deutungsgeschichten, über die Entwicklung, die Entstehungsgeschichten, die Werte, die zur Entstehungszeit halt bestanden haben, diskutieren und was sich daraus jetzt ableiten lässt. Ich würde gern jetzt mal da sowohl Frau Jenigen als auch Frau Krahl noch mal dazu bitten. Zu dem Gedenken abschaffen, das bezog sich auf den 13. Februar, weil der so wahnsinnig viele Geschichten überdeckt. Ganz klar ist, und wir haben auch in unserem Buch einen Artikel, der heißt nicht Denkort, sondern Lernort. Wir haben es mit einer Generation zu tun und letztes Jahr kam da eine Studie raus. 50% der Jugendlichen wissen nicht, was Auschwitz-Birkenau ist. Und wenn ich hier laufe und sicherlich ersetzt es niemals die Gedenkstättenfahrt und trotzdem müssen wir auch in dieser Stadt innerstädtisch und nicht nur an den Rändern ein Verhältnis finden zu dem, wie wir deutsche Geschichte erzählen wollen. Und diese 12 Jahre, die Herr Gauland ja als Taubenschiss, wenn ich es richtig erinnere, selbst sich aus der Stadt raus zu manövrieren und nicht institutionell zu verankern. Was heißt, ich habe das mit anderen gemeinsam gemacht. Wir haben ein Buch geschrieben, wir haben ein Audioskript gemacht. Sie können hier in Büchern suchen. Wir haben hier kein jüdisches Museum. Es gibt kaum Institutionen, die nachhaltig uns möglich machen, historisch-politische Bildung auf der Höhe der Zeit zu lancieren, weil wir tatsächlich im Ehrenamt, und das meine ich nicht, dass es professionalisiert gehört, uns müsste aber was zur Verfügung gestellt werden, was leichte Zugänge schafft, sodass wir bilden können. Und der 13. Februar meines Erachtens führt in die Irre, weil der Tag zu vielschichtig ist und sich eben sehr auf sich selbst bezieht. Und ich denke eben auch, dass Bildung, wenn man jetzt immer, das ist ja so ein geflogenes Wort der Antragslyrik heute, um Empathie ringt, wäre es doch wirklich der falscheste Tag, über andere nachzudenken, weil dort wird an sich gedacht. Und wir denken eben, dass jeder andere Tag weit glorreicher und viel empathischer anderen Leuten Raum lässt als dieser 13. Februar, um über historisch-politische Bildung zu sprechen. Also ich halte die Opfersicht schon für eine sehr entscheidende, denn das ist ja Inhalt von Gedenken. Und ich hatte vorhin versucht zu sagen, dass ich meine, wir müssen die vorhandenen Darstellungen kommentieren, aber nicht entfernen, zensieren. Einerseits und andererseits die Zusammenhänge, das konkrete Geschehen mit neuen Orten, mit den vorhandenen Orten in den Alltag holen, die Zusammenhänge in den Alltag darzustellen, zu zeigen, erzählbar zu machen. Ich hatte dieses, man sieht es ja noch, sofort, ich wohne da gegenüber unter den Nachbarn, Frau Jenichen, jetzt sieht man ja noch, wissen Sie eigentlich, was das war? Also einige wissen es. Sofort wird darüber geredet. Und das kann man ja noch verstetigen, wenn man es dann richtig zeigt. Jetzt haben wir es erstmal wieder freigelegt. Also schon kommentieren, erläutern, zeigen, Brüche zeigen. Wir hatten uns im Vorfeld sehr schnell geeinigt, dass wir gerne die Diskussion so lang wie möglich in den Raum geben wollen. Also ich würde jetzt quasi Ihnen das Wort geben. Ich würde Sie bitten, sich so kurz wie Sie können zu fassen, dass dann auch hier die Referenten entsprechend antworten können. Machst du? Ja, danke. Zuber ist mein Name. Ich danke zunächst Frau Jenigen für ihren Beitrag. Das ist für mich ein Zurechtrücken dessen, was durch die Vorrednerin gesagt worden ist. Also ihr schlichter Satz, dass der Missbrauch der Opferkultur in der DDR es eigentlich das verursacht hat, was wir hier heute ausbaden. Man muss einfach wissen,
Wir sind als die ältere Generation 1945, ab 1945 vom ersten Tag an, kann man sagen, antifaschistisch erzogen. Und wir haben auch einen Stolz auf diesem Gebiet. Und was wir hier heute gehört haben von Frau Krahl, ist für mich unerträglich. Das ist eine ahistorische Ideologisierung des Themas Gedenken und der Gedenkorte, ist für mich in meiner Fantasie unvorstellbar, was sie sich geleistet haben. So kann man nicht umgehen mit diesem Thema. Also ich bin einfach verblüfft. Man muss doch unterscheiden zwischen dem Missbrauch in der DDR, dazwischen die Revolution, ich weiß nicht, ob Sie sie mitbekommen haben, die Revolution, und der Umgang nach der Wende. Das ist doch ein völlig neues Thema. Und ich kann nur sagen, als Dresdner Flüchtlingskind, fühle mich aber nicht als Opfer, nicht? Sondern dieses Thema ist angenommen, sind 500.000 Menschen, diese 40 Jahre lang unter dieser SED-Diktatur, haben einen unglaublichen Anstand bewahrt, auf den wir stolz sein, dass man die in dieser Weise durch diesen Beitrag verhöhnt, ist für mich unglaublich und für viele Freunde von uns. So kann man doch mit dem Thema nicht mehr umgehen. Erlauben Sie mal, ich meine, das ist doch einfach schlicht ahistorisch, wie Sie agitieren. Diese Aufarbeitung, dieses Thema 13. Februar richtet sich auch ganz eindeutig gegen das System. Haben Sie denn das gar nicht mitbekommen? Das ist ein Symbol des Widerstandes gewesen. Und das muss man hoch anerkennen, denn wird es in allen zerstörten westdeutschen Städten natürlich nicht gegeben haben. Wieso denn auch? Also die Frage. Für uns ist, Entschuldigung bitte, also ich werde also abbrechen. Ich will bloß mal schlicht sagen, was hier passiert ist, ist unerträglich. Man kann dieses Thema in dieser Stadt Dresden so nach 10, 15 Jahren intensiver Diskussion nicht mehr darstellen. Insofern weise ich das nochmal ausdrücklich, das ist ein Statement jetzt, Entschuldigung, keine Frage, ein Statement, und so geht es nicht. Und Herr Schulz, da bin ich außerordentlich dankbar. Letztes Wort dazu. Sie sind ja auch Lügen und richtiggehende Verdrehungen der Geschichte. Also, die Bußmann-Kapelle, ich bin im Vorstand dieser Gedenkstätte, richtet sich ganz eindeutig auf das Geschichtsbild, das sachlich objektiv dargestellt werden soll, nämlich Stadtgeschichte, Landesgeschichte, Kirchengeschichte. Und dazu unterstellen, dass dort also sozusagen etwas rechtslastig, sagten Sie ja, Gedenken ist wohl in Dresden rechtslastig. Auch sowas. Wie können Sie sich denn wagen, in Dresden sowas zu sagen? Das stimmt doch einfach nicht. Die Kritik ist jetzt erstmal hier vorne angekommen. Ja, gut, aber ich muss Ihnen noch mal sagen, ein besonderer Fall. Frau Jenigen, also wirklich, Sie sind städtische Vertreterin, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar. Und Herrn Schulz, sonst, ich meine, hätte man hier nur gehen können. So, ich würde jetzt der Frau Jenigen, aber auch der Frau Krahl gerne das Wort dazu geben, denn der Versuch beider war ja schon auch gerade die Linie in der Erinnerungskultur, die man sehr wohl betrachten muss, hier darzustellen. Und deswegen möchte ich gern beiden das Wort geben. Ich verstehe antifaschistisch als demokratisch, Menschenrechte schonend, antirassistisch. Und insofern war für mich die DDR, die ich erlebt habe, also die späte DDR, ich bin ja jünger als Sie, nicht konsequent antifaschistisch. Das habe ich vorhin mit den Beispielen versucht zu schildern. Das ist der erste Punkt. Ich vermute, da sind wir uns einig. Und insofern möchte ich auch nicht behaupten, dass ich antifaschistisch erzogen worden sei. Ich glaube stattdessen, das, was ich jetzt als antifaschistisch zusammengefasst habe, was unser Grundwerte, Grundrechtebild ist, dass wir dazu immer wieder neu erziehen müssen, dass wir das immer wieder neu reproduzieren müssen. Der zweite Punkt ist, und da möchte ich ihr ein ganzes Stück beistehen, wir kommen vielleicht nicht immer zu den gleichen Schlussfolgerungen, aber ich glaube, wir haben den Missbrauch des Opfermythos in der DDR nach dem Ende der DDR nicht aufgearbeitet. Das ist auch gar nicht selten, dass man das nicht sofort machen kann. Nur, wir müssen es machen, weil es sich wiederholt. Und deshalb müssen wir uns fragen, wie wir mit dem 13. Februar umgehen. Sie schlägt einen Verzicht auf Gedenken vor,
Und sie sagt, das ist ein neuer Umgang. Ein Nicht-Umgang wird sich verbieten. Weil wer Geschichte nicht aufarbeitet, ist wiederholt, sie immer wieder zu erleben. Und an der Stelle möchte ich ihr ausdrücklich beipflichten. Meine Einladung fußte unter anderem auf zwei architektonischen Ensembles, die erinnern, und zwar aus der Zeit der SBZ und der DDR. Wir reden hier über die Nickener Stele, dort steht drauf den angloamerikanischen Bombern. Der Punkt ist, ich werde nicht durch Anti-Amerikanismus zum Antifaschisten. Das ist, glaube ich, das, was die DDR gehofft hat. Ich glaube, dass der Kalte Krieg möglich gemacht hat, dass man sich hier sehr stark, indem man den Vietnamkrieg, den Koreakrieg als faschistisch gebrandmarkt hat, zum Antifaschisten gemacht hat. Wenn wir uns heute die Entnazifizierung in der DDR anschauen, ist es ein Trauerspiel und es wird es auch bleiben, weil sie ist vorbei. Hier gab es keine Auseinandersetzung mit dem, wie die Leute 1945 Männer wie Frauen von einer verbrecherischen Ostfront zurückkamen und auch in diesem Land ihren Alltag weitergepflegt haben. Ich möchte darauf nur zu sprechen kommen, weil die Frage wäre, wir haben hier Denkmäler und wir werden doch nicht weiterhin angloamerikanische Bomber dafür verantwortlich machen, dass dieser Zweite Weltkrieg stattgefunden hat, weil wir alle wissen, wie es historisch zustande kommt. Es ist doch vielmehr die Frage, wie gestehen wir jüngeren Menschen als uns, die zum einen die DDR nicht erlebt haben und gar nicht wissen, was ein verordneter Antifaschismus heißt, denen wir die Chance geben wollen, antifaschistisch, demokratisch mit dieser Geschichte umzugehen. Was sollen die an dieser Stele lernen und was wollen wir, dass die an dieser Stele lernen? Nämlich, dass die DDR nicht in der Lage war zu reflektieren, Opferstimmen, und zwar alle, stark zu machen und daraus eine Konsequenz zu ziehen, sondern die Erinnerungskultur der DDR zeugt eben auch von der Totalität und eben von einem Abwehrkampf gegen die eigene Geschichte. Und ich denke, wir sitzen hier, weil wir es besser machen wollen und wird eher dazu das Feld öffnen wollen, weil die gleiche Problematik ja unter anderem auch beim Heidefriedhof ist, weil die auch dort mit real existierenden sozialistischen Architekturen zu tun haben, die ihre eigene, die viel mehr über sich selbst sagen, als über das vermeintliche Verbrechen, über das da getrauert wird. Dafür sind wir heute da, so habe ich es verstanden. Ich bin sehr unzufrieden mit der Gedenkkultur, wie es in den letzten Jahren stattgefunden hat. Wir hatten jahrelang diese Demonstration der Nazis. Ich denke gerade, was an dem Sonntag sich dem 19. Februar abgespielt hat. Das war schlimm, wo die Mülltonnen brannten. Das sind wir glücklicherweise los. Ich bin aber genauso entsetzt über einen Demonstrationszug, der an der Frauenkirche vorbeizieht, mit Plakaten, deutsche Städte sind keine Opfer, und laut gröhlend und mit Lautsprecher dort vorbeizieht, wo andere ein stilles Gedenken machen. Ist für mich unerträglich. Ich bin der Meinung, es wurden viele Denkmale aufgezeigt, trotzdem bin ich der Meinung, es fehlt ein zentrales Denkmal auf dem Altmarkt. Und man erinnert an die Verbrennung von 1000 Tonnen Bombenopfern, was dort jetzt ist, ist unwürdig. Das ist der Spruch auf der Tiefgarageneingang und ein bisschen Metall im Pflaster, wo hier dann die Buden zum Neumarkt draufstehen, die Buden zum Striezelmarkt draufstehen. Mir fehlt auch bei allem Gesagten hier eigentlich ein Zeitbezug. Dresden wurde zerstört. Das war ein Produkt des Zweiten Weltkrieges, der von Deutschland angefangen worden ist, ein verbrecherischer Krieg. Aber, so. Aber was spielt sich jetzt ab? Es wird weltweit bombardiert. Wir haben 27 Millionen Tote in der Sowjetunion zu verantworten. Aber deutsche Truppen stehen jetzt an der sowjetischen Grenze, an der russischen Grenze, pardon. Ist für mich unerträglich. Was haben deutsche Truppen östlich der Oder-Neiße-Grenze zu suchen? Gar nichts. Daran sollten wir auch denken, als Lehre aus den Bombenangriffen aus Dresden und viele andere Städte. Heute wird durch die Nadel bombardiert, es wurde Syrien bombardiert, es wurde Libanon kaputtgeschlagen und so weiter. Das ist unerträglich alles. Das passt gerade ganz gut. Ja,
zu dem, was Sie gesagt haben. Zwei Sachen. Zum Thema Altmarkt. Sie werden es vielleicht in den Zeitungen mitverfolgt haben, dass ja der Altmarkt umgebaut werden soll, um dort für den Striezelmarkt neue Medienleitungen zu legen. Gleichzeitig hat der Oberbürgermeister die AG 13. Februar, das ist ja das Gremium, kann man es nicht nennen, sondern ja ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss am Tisch des Oberbürgermeisters, wurde gebeten, sich mit diesem Thema Altmarkt auseinanderzusetzen. Ich kenne die Briefe, auf viele Beschwerden, was diese Gedenkstätte oder Erinnerungsstelle angeht. Das heißt, da ist im Moment, gemeinsam mit Geschichtsvereinen, vielen anderen Vereinen, gibt es im Moment, gerade nächste Woche, passenderweise am Buß- und B-Tag, einen Workshop, um mal zu schauen, wie man diesen Ort künftig weiter erschließt. Wobei sich das nicht nur auf den 13. Februar beziehen wird. Die Geschichte geht ja noch weiter. Auf dem Altmarkt gab es Judenpogrome. Der Altmarkt ist einer der ältesten Orte der Stadt. Also die Geschichte ist ja größer als dieses einzelne Denkmal. Zum Thema einzelnes Denkmal. Seitdem ich dieses Thema, ich bin 2009 in die Stadtverwaltung gekommen, habe bei Helmer Auros angefangen, die AG 13. Februar mit sozusagen initiiert oder konzipiert. Immer mitbekommen ist dieses starke Bedürfnis nach dem zentralen Denkmal. Gleichzeitig haben wir in Dresden ja neben dem Gedenkstein Nickern ist jetzt ein Beispiel, ganz viele unterschiedliche Erinnerungsorte. Selbst auf dem Nordfriedhof ist ein Denkmal für den 13. Februar, es war ein Kriegerdenkmal, ähnlich wie in Nickern. Wir haben den äußeren Matthäusfriedhof, dort sind Zwangsarbeiter, die mit den Luftangriffen umgekommen sind, beerdigt worden. Also wir haben ganz viele Orte, die noch gar nicht erschlossen sind, die in Vergessenheit geraten, und gleichzeitig wird das zentrale Denkmal in Dresden gefordert. Ich glaube, das ist wichtiger, oder nicht wichtiger, ist vielleicht das falsche Wort, aber für die historische Bildungsarbeit zielführender ist, wenn man diese Vielfalt dieser Orte mal im Gesamtkonzept zusammenfasst, weil diese Orte ganz, ganz vielen erzählen können. Dazu gehört auch die ehemalige Zigarettenfabrik an der Schandauer Straße, hat auch einen Bombenvolltreffer bekommen, waren jüdische Zwangsarbeiter noch mit betroffen. Also es gibt ganz viele Orte, warum erschließen wir diese Orte nicht, ihre Geschichte nicht, warum erschließen wir die Deutung, die damit verbunden ist, nicht, und stecken da die Kraft rein. Weil warum haben die sozusagen anderen Opfer, ohne jetzt in Opferkonkurrenz zu sprechen, oder die anderen Toten weniger recht erinnert zu werden als an einem zentralen Denkmal oder auf dem Heidefriedhof. Und da komme ich nochmal zum Punkt, vielleicht Frau Kral sagte, der 13. Februar ist vielleicht der schlechteste Tag, um Empathie, oder wenn ich es richtig verstanden habe, um Empathie zu vermitteln. Ich glaube, der 13. Februar ist der wichtigste Tag in Dresden, um die Komplexität von Geschichte zu vermitteln. Dieser Tag spielt im kollektiven Gedächtnis nach wie vor eine große Rolle. Das wird sich in den nächsten 10 bis 15, 20 Jahren sicherlich nicht ändern. Und ich glaube, wenn man eine andere Perspektive drauf nimmt, nämlich mal diese Komplexität außerhalb dieser Tag mit sich bringt, wenn man sich die Tagebücher von Klemperer anschaut, wie er dieses Erlebnis beschreibt, wenn man es einfach mal aushält, dass dieser Tag keine eindeutige Deutung hat, und dass es Geschichte komplex ist, dass man Geschichte nicht auf einen gemeinsamen Nenner eigentlich zusammenführen kann, dann halte ich diesen Tag doch auch für die historisch-politische Bildung für einen, dieser Begriff sei mir verziehen, ein sehr produktiver Tag. Und man sollte ihn vielleicht aus einer anderen Perspektive stärker betrachten und diese Vielfalt im Mittelpunkt stellen. Guten Abend, mein Name ist Sebastian Storz, Forum für Baukultur in Dresden. Ich wollte darauf hinweisen, dass ich es nicht für richtig halte, dass Sie den einen oder anderen Gedenkort in Konkurrenz zueinander setzen und den einen für wichtig oder weniger wichtig halten. Wir haben im Moment wenige hundert Meter von hier den Altmarkt. Das ist eigentlich der Ort der bürgerlichen Emanzipation aus der Tiefe der Geschichte heraus, in dem das Dresdner Bürgertum seine Rechte erworben hat. Und dieser Ort verlangt eigentlich ist ein besonders geschichtsträchtiger Ort aus vielen Gründen, die die meisten kennen. Aber er hat natürlich am 13. Februar 1945 einen besonderen Inhalt erfahren. Er wurde zu einem Krematorium unter freiem Himmel, weil hier aus der Not der Situation heraus Tausende von Menschen übereinander gestapelt verbrannt werden mussten. Wenn Sie heute dorthin kommen, sehen Sie zum wiederholten Male den Striezelmarkt und diese Gedenkstelle, die im Grunde genommen gar nicht einseitig ist, sondern sie erwähnt in einer sehr noblen Inschrift die Mitverantwortung, denn dort steht geschrieben, dass das, was auf Dresden zugekommen ist, wir selbst in die Welt getragen haben. Also ein wichtiger Bestandteil der Eigenverantwortung für das Geschehen ist dort genannt. Dieser Ort mit dieser noblen Inschrift befindet sich auf der Rücklehne einer Bank. Wenn Sie also mit Besuchern dorthin kommen, Sie wollen ergriffen werden von dem im Gedenken an das, was geschehen ist,
werden Sie durch diese Struktur dieses Gedenkortes gleichzeitig aufgefordert, sich umzudrehen, hinzusetzen und den Rücken dagegen zu lehnen. Hier stimmt etwas mit der Grammatik nicht. Wenn Sie heute dahin kommen, haben Sie den Striezelmarkt, diese einzige Stelle im Zentrum des wichtigsten Ortes in dieser Stadt, nämlich des bürgerschaftlichen Entstehungsortes, ist weggesperrt, die Bank ist weggesperrt und sie dient heute als Unterkonstruktion für die Festdekoration, für die Staffage des Weihnachtsmarktes. Es herrscht dort ein buntes Treiben und für 4 bis 6 Wochen ist das Gedenken an dieser Stelle ausgesperrt. Kommt ein Besucher nach Dresden, wird er keinen Ort finden, außer dem Heidehof, wo er dieses Ereignisses gedenken kann. Das ist völlig inakzeptabel und wird von den Besuchern, die wir in großen Mengen führen, auch so empfunden, geradezu als eine Schande für die Stadt, die in die Welt geht, ihr Schicksal beklagt und wenn ein Besucher hierher kommt, dann finden sie keinen einzigen Ort, wo ein Mensch auch mal eine Blume ablegen kann. Man kann sich am 13. Februar in einer großen Gemeinschaft an der Hand fassen, aber über den 13. Februar hinaus gibt es eben Menschen, die kommen in die Stadt aus einer familiären Betroffenheit und suchen irgendwo einen Ort, wo diese Stadt, die in der Welt überall klagt über ihr Schicksal, wo ein Gedenken stattfindet, wo sie in aller Stille und für sich vielleicht gedenken können. Das fehlt. Und ich habe heute gerade an die Medien geschickt einen Protest gegen die So-Behandlung dieser Stelle, die eigentlich verschwunden ist, auf der man Rummel betreibt, aber nicht mehr der Bürger gedenkt, die dort umgekommen sind. Wie wir auch im Übrigen auch, was zum Gedenken gehört, vorjenigen, Sie wissen das, wir versuchen seit langer Zeit dafür Sorge zu tragen, dass diese ausgedehnten Flächen der Vernichtung von historischen Kellerräumen, dass endlich mal ein Keller bereitgestellt wird als einfacher, stiller Ort des Gedenkens. Das hätte eine sehr große Wirkung. Zum Gedenken an sich, ich habe hier, soweit ich das mitbekommen habe, eine sehr verfeinerte Betrachtung des Gedenkens an sich mitbekommen. Es fehlt die Grundlage, die Sie in den Blick nehmen müssten. Wir sind in einer Schulbildung begriffen heute, in der unser Land Deutschland ängstlich darauf achtet, dass es in einer PISA-Studie, die von der Weltwirtschaftsorganisation herausgegeben wird, alle 3 Jahre veranstaltet wird, dass Deutschland möglichst weit oben steht. Und wenn Sie dann nachlesen, was ist PISA, ist es eben ein Ranking der Weltwirtschaftsorganisation. Und wenn Sie nachlesen, was bewerten die eigentlich international, so ist es Mathematik, Naturwissenschaft und Lesefähigkeit. Und die ganzen gesellschaftsbildenden Fächer, Philosophie, alte Geschichte, alte Sprachen, all diese Dinge werden überhaupt nicht betrachtet. Dazu hat ein Wissenschaftler, eine Pädagoge vor kurzem gesagt, Deutschland bildet immer besser Ausgebildete, Ungebildete aus. Wenn Sie also Ihre nuancenreichen Überlegungen zum Erinnern nun formulieren, müssen Sie bedenken, Sie wenden sich an nachfolgende Generationen von jungen Menschen, die in der Stadt keine Schilder finden, auf denen ihnen erklärt wird, etwa was das Palais im Großen Garten ist oder das Schloss. Sie finden keine Schilder, mit einigen Ausnahmen. Und Sie erfahren aus dem Geschichtsunterricht allenfalls einige Episoden, sind aber nicht imstande, in einer chronologischen Abfolge die Geschichte zu begreifen und so auch die jüngere Geschichte, und das heißt den 13. Februar oder die DDR, wirklich in geordneter Weise zu durchdenken. Da hinein, in dieses Vakuum hinein, pflanzen Sie Ihre Überlegungen. Ich bitte darüber nachzudenken, was man damit erreichen kann. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Storz, das ist jetzt ein ziemlicher Rundumschlag gewesen, der gerade aber im letzten Punkt doch wieder sehr verallgemeinernd war. Also die Kritik, dass die sozialen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereiche in der Schulbildung zurückgehen, die wird hier, glaube ich, von einigen geteilt. Aber daraus jetzt zu schlussfolgern, dass quasi die Jugendlichen und die Kinder heutzutage Zusammenhänge, historische Zusammenhänge nicht mehr verstehen, finde ich dann etwas vorschnell. Sie sind, betreuen ja auch das Pegasus-Projekt mit, wenn Sie es noch tun. Ich hoffe, Sie tun es noch. Da ist auch gerade das ehrenamtliche Engagement im Bildungsbereich wird da auch hoch angerechnet. Ich wollte nur sagen, dass dieses immer gleich in absoluten Gruppen zu fassen, dass halt die Kinder, die Jugendlichen heute Zusammenhänge nicht mehr verstehen, das ist ja gerade etwas, was Sie im Anfang hier hervorgehoben haben, dass eben eine differenzierte Betrachtung stattfindet. Und das sollten wir auch gegenüber dieser Generation so tun. So. Wir hatten... Okay. Also ich finde Ihren Ansatz, dass Geschichte, Erinnerung als Bildung konkret vermittelt werden muss, völlig richtig. Und die Frage ist,
wie kommt das aus dem geschützten Raum, wo es stattfindet, sicher nicht genügend stattfindet. Und die Idee, diese Themen in den Alltag zu holen, ein Leitsystem zu machen, ich glaube, wir brauchen auch ein touristisches Leitsystem, ja, da bin ich bei Ihnen, aber ein Leitsystem des Erinnerns zu machen, die jetzt nicht meine persönliche ist, ich habe das nur aufgegriffen, und zu sagen, wir gehen in den nicht kommerziellen gemeinsamen Raum, Friedhöfe, Grünanlagen, Straßen, andere öffentliche Orte. Die soll einen Resonanzraum für die Bildung schaffen. Bildung geben wir unter uns weiter. Wir erzählen, wir sprechen darüber. Genau das ist doch der Punkt, den wir brauchen. Und dass wir über solche Themen streiten können. Wie machen wir es richtig? Wie gehen wir mit der Vergangenheit um? Ich bin ja froh, dass wir kontrovers darüber reden können, obwohl es uns allen nicht leicht fällt, mir auch. Das ist doch der erste Schritt. Vermittlung von Bildung, indem wir das als Kultur ausüben. Herr Trübi, wir sehen uns ja alle, wo wir hier immer erinnern und uns streiten. Ich würde total gerne mal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Weil wir sitzen nur in der Stadt der Städte, die die Rekonstruktion so groß über die, also so groß geschrieben hat wie keine andere. Deswegen hätte ich ja, Sie sehen ja hier, wir streiten uns, wir sitzen in einer rekonstruierten Stadt da hinten und würde jetzt gerne mal einen Eindruck von Ihnen haben, wie Sie heute hier durch die Stadt spaziert sind. Wir haben ja eigentlich auch so Thesen gehabt, ne? Also ist das jetzt nun rechts oder finden wir das nur gut? Vergiss das ab und an mal die Geschichte ab 1900. Wie gehen wir damit um? Das würde mich jetzt nochmal vielleicht, als weil Sie der Gast unserer Stadt sind, nochmal interessieren. Vielen Dank. Ich habe ja versucht darzulegen, dass diese Rechts-Links-Einteilung ja offenkundig nicht ausreicht und habe hier dann auch versucht, meinen Teil dazu beizutragen, hier eine politische Landschaft, eine sehr ausdifferenzierte politische Landschaft hier auch in diese Diskussion abzubilden. Ich gebe zu, dass ich Dresden aus eigener Anschauung seit genau 5 Stunden kenne. Ich möchte aber betonen, dass meine Begeisterung minütlich wächst. Und ich glaube, was man schon quasi nach sehr kurzer Anwesenheit hier feststellt, ist, dass Dresden ein Versuchslabor ist. Ein Versuchslabor, in dem vielleicht auf derzeit, wenn man sich Deutschland insgesamt anschaut, auf radikalst mögliche Art und Weise sehr, sehr ausdifferenzierte Positionen sich austauschen, teilweise auch aufeinanderprallen. Und diese Tatsache wird offenkundig teilweise als ein Problem wahrgenommen. Ich glaube aber, es handelt sich vielleicht auch um ein Potenzial. Und die Frage ist, ich möchte jetzt nicht suggerieren, ich wäre geübt in Familienaufstellungen, aber die Frage, die ja im Raum steht, ist, wie kommen kontroverse Positionen zueinander, vielleicht über ein drittes, vielleicht ein gemeinsames Projekt. Und ich glaube eben, dass wir hier über sehr, sehr wichtige, ganz entscheidende Dinge, wie über das Gedenken des 13. Februars sprechen. Aber ich glaube, dass es darum gehen könnte, verschiedene Positionen zusammenzubringen über ein drittes Projekt, und dann könnte man sich eben über den 13. Februar und die Art und Weise, wie man darüber nachdenkt, wie nebenbei verständigen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube eben, dass die Bewerbung für die Kulturhauptstadt Dresden ein ganz entscheidendes Projekt für die Psychologie dieser Stadt sein könnte, weil es eben um ein Zukunftsprojekt geht, das natürlich die Vergangenheit, die Reflexion der Vergangenheit mitreflektiert. Und ich glaube aber, dass der Blick gleichzeitig noch stärker prononcierte in die Zukunft gerichtet werden müsste, um über Vergangenheit sich besser verständigen zu können. Insofern bleibt mir als Außenstehender, als Nicht-Dresden-Kenner im Grunde nur zu sagen, viel Erfolg mit dieser Bewerbung. Ja, vielen Dank. Valentin Lippmann mein Name, weil in diesen Debatten ja immer schnell die Frage kommt, ob man Dresdner ist, hier geboren, und seit 25 Jahren kann ich mir diese Stadt, seit 27 Jahren diese Stadt immer angucken. Ich beginne mal mit der Feststellung, die vorhin auch schon zu Teilen getroffen wurde.
Wenn man durch diese Stadt geht, hat man das Gefühl, es gibt nur zwei geschichtliche Epochen in dieser Stadt. Oder Epochen ist schon zu viel gesagt. Die Erinnerung an die Monarchie in Dresden, die sitzen ja im Podium auch unter dem Reiterstandbild entsprechend, und den 13. Februar 1945. Und ich glaube, es täte dieser Stadt gut, und von daher begrüße ich das, was auch Johannes Schulz gesagt hat. Wir saßen da ja vor einem guten Jahr schon mal in einer Veranstaltung, dass man auch versucht, auf Zwischenräume einzugehen, die möglicherweise, was die Demokratieentwicklung angeht, viel, viel wertvoller sind als andere Gedenkorte. Was heißt wertvoller? Nicht im Sinne von, dass man sie wertvoller sind im Gedenken, sondern dass sie ebenfalls ihren Wert haben, in der Stadt erinnert zu werden. Das ist eine, was ich einfach mal feststellen möchte und was, glaube ich, dieser Stadt auch gut täte, dass Gedenken generell auch im positiven Sinne an andere Ereignisse in dieser Stadt Tatsache etwas höher zu halten als an die Monarchie und eine große Wunde in dieser Stadt. Und das andere, das ist eher als Frage, auch Frau Bürgermeisterin, Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie ungern Gedenkorte aufgeben wollen, auch wenn sie möglicherweise geschichtlich etwas problematisch sind. Ich mache das mal an dem Beispiel des Säulenrondells fest und eine Einordnung für sinnvoller halten. Und gern auch an die anderen in der Runde. Halten Sie es für denkbar in der Runde, dass man eine solche monumentale Geschichtsverklärung wie dieses Säulenrondell, und das ist sie, wenn man beginnt, Dresden in eine Reihe mit dem schwersten Unrecht des Nationalsozialismus zu stellen, in einer auch sehr großen, raumfüllenden Breite in irgendeiner Weise so einzuordnen, dass es die Wucht dieser Verklärung reduziert bekommt? Das ist eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle. Ich persönlich plädiere nach wie vor, das Ding da oben weitgehend abzutragen und möglicherweise durch eine Erinnerung an den Gedenkort und die Einordnung dann zu ersetzen. Aber das ist eine Frage, die man in dieser Stadtgesellschaft diskutieren müsste, auch anhand der Frage, kann man dieses Monument dort oben in der Form überhaupt einordnen? Das ging ja als Frage an die anderen. Also ich habe ja gesagt, nicht entfernen, sondern kommentieren und Brüche zulassen. Und ich frage mich allerdings auch an diesem Ort, den ich nicht leicht ertragen kann, bin für die Erhaltung von Friedhöfen zuständig natürlich, was für eine Bruch ist dort möglich und wie kämen wir zu einer Gestaltung, wenn der Stadtrat die will, wie kämen wir zu einer Gestaltung, die das möglich macht. Dass es noch sichtbar ist, dass es aber nicht so unkommentiert stehen bleibt, weil ich auch glaube, diese Verklärung dient keinem Erinnern, diese Gleichsetzung von Dresden, Auschwitz und von den Städten, die Deutsche zerstört haben. Keiner Erinnerung. Ich finde das wahnsinnig interessant, weil an der Stelle verstehe ich total viel. Also ich stand letztens da mit einer Gruppe, die zum großen Teil, es war Katholikentag, eine Führung über den Heidefriedhof, und wir gehen da. Und es kamen so viele Fragen auf, als wir in diesem Stelenfeld standen. Die wussten tatsächlich noch, wo ich mir heute keine Hoffnung machen würde mit Jugendlichen, die wussten zu jeder Stele, wer was war, also was war da los? War das ein SS-Massaker? War das ein Konzentrationslager, ein Ghetto oder andere Orte, wie Leningrad beispielsweise, Coventry oder eben auch Dresden? Und die Erzählung dessen, was da passiert ist, also wie sich antifaschistisch nennender Staat so eine Steleninstallation machen kann, das war total interessant. Da tauchten nur Fragen auf, weil man tatsächlich nicht gewusst hat, wie in Stein gemeißelt die Selbstwahrnehmung erstens dieser Stadt, aber auch dieses real existierenden sozialistischen Staates war. Von daher fände ich es überhaupt keine Lösung, das wegzunehmen, weil es wirklich historisch einzigartig ist und auch wirklich jeden Kanal brechen lässt. Also das ist Wahnsinn. Also diese Dämme, die dann freigesetzt werden, wenn man einmal verstanden hat, was das wirklich heißt. Deswegen ist es als Lernort total wichtig. Ich glaube, dass es immer keinen Sinn macht, so richtig ohne tatsächlich eine künstlerische Konzeption im Gesamtarrangement sowas zu diskutieren. Weil wir haben die zwei Stelen der antifaschistischen Internationalen auf dem Terrain. Also das ist ein Mischmasch von verschiedensten Opfern, Tätern, unterschiedlichsten Lagen. Da muss tatsächlich eine Forschung stattfinden, auch der Ehrenpersonen, die dort beerdigt sind. Also man muss, also in der historisch-politischen Bildung, da sagt man immer, es gibt so ein paar Figuren. Wer ist Täter, wann, in welchem Zeitraum? Wer ist Opfer von wem und wann? Wer sind die Gerechten unter den Völkern und wer war im Widerstand? Und dort ist eine Melange aus Namen und Individuen, wo ich, und ich habe das studiert, davor stehe und sage, da brauche ich richtig viel Informationen. Eigentlich ist an dieser Stelle, wenn man es konstruktiv angeht, erstmal Forschung zu tun. Wir müssen Biografieforschung
gemacht, wir wissen, wer da liegt, unter welchem Label der Wehrmachtssoldat nämlich zum Beispiel beerdigt worden ist, weil ab und an ist es nämlich auf einmal ein Bürgermeister, der in der DDR war. Also wir müssen die Biografien angucken, wer war wann, wie, warum, als was ist die Person dort beerdigt worden, unter welcher ideologischen Perspektive. Das heißt, wir können erstmal forschen und dann können wir darüber nachdenken, wie man das so gestaltet, dass irgendjemand dieses Sammelsurium versteht, ohne dass ein Mensch drüber führt, der die Geschichte erzählt. Weil ich glaube, das ist tatsächlich die körperliche Anwesenheit einer Person, die da gut drüber guidet, sehe ich gar nicht, dass das irgendwie kompensiert werden kann. Ich glaube, dass Kunst viel kann oder tatsächlich historisch-politische Bildung, aber erstmal ist da wirklich richtig viel historische Arbeit zu machen, weil das ist auch auffällig, hier wird sich immer gerne gleich über die Realisierung gestritten. Ich würde mal sagen, wir haben hier eine TU, die Historiker könnten auch mal zu den Themen arbeiten. Also wir haben hier richtig viele Institute, hier wird mal gearbeitet und zwar historisch und nicht immer nur gebaut, weil das ist so irre. Wir könnten jetzt uns einfach mal einen Schreibtisch setzen, in die Archive gehen und mal ein bisschen arbeiten und dann können wir mal gucken, was dann bei rauskommt. Ergänzt das nur, weil es ein bisschen so aus, auch ein bisschen der Denkweise entspricht, die wir jetzt mit den Kollegen vom Denkmalschutz und im Kulturamt ein bisschen miteinander, also das Spannende an dem Heidefriedhof ist ja, dass er irritiert und dass er eine Differenz sichtbar macht. Ich glaube, dass Irritation ein ganz wichtiges Lernmittel ist und dass wir an solchen Orten diese Irritation auch ermöglichen müssen. Das Gleiche ist beim Thema Gedenksteinnickern. Ich halte es für naiv zu glauben, durch eine Umgestaltung, Ummeißelung des Gedenksteins marschieren da keine Nazis mehr auf. Das, was wir jetzt gemeinsam versuchen in naher Zukunft, dass wir den Gedenksteinnickern als Modellprojekt definieren, um solche unbequemen Orte, so nennen wir es, unbequeme Denkmale, Copyright beim Geschichtsverein, um solche Orte zu erschließen. Also zum einen erklären wir die Geschichte dieses Ortes, also Kriegerdenkmal, Unwidmung, dann auch die Erläuterung der Sprache, weil diese Sprache auf dem Denkmal ja wirklich auch im Duktus des Kalten Krieges steht. Machen wir so eine Stele und auf der Rückseite kommt dann sozusagen die Deutungsebene. Also wie wurde dieser Stein gedeutet, warum wurde er umgewidmet, warum sind dort Nazi-Aufmärsche. Da gibt es ganz viele kleine Einzeldenkmale in Dresden, erinnern beispielsweise auch an das sowjetische Ehrenmal, was ja jetzt vorm Militärhistorischen Museum steht. Auch das ist ein umstrittener Ort. Auch das irritiert, ganz andere Bildsprache. Es gibt den Nordfriedhof, vollkommen in Vergessenheit geraten, diese Memorialanlage, Traditionsanlage der Truppen des Ersten Weltkrieges, der sächsischen Truppen. Fantastischer Ort, krasse Sprache, irritierend, auch diese Orte zu erschließen und diese Deutung von Geschichte, Deutbarkeit von Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen. Und endlich mal von diesem Dresdner Bedürfnis, in anderen Städten vielleicht auch vorhanden, aber diesem besonders starken Dresdner Bedürfnis nach einer eindeutigen Deutung von Geschichte. Wir brauchen den zentralen Ort, nur die Deutung von Geschichte ist zulässig. Es ist einfach mal zulassen, dass unterschiedliche Deutungen von Geschichte ganz normal sind und dass es ein Prozess ist. An der Stelle hake ich mal kurz ein, denn das ist ja auch ein Grund, warum auch solche unbequemen Orte wie der Heidefriedhof, wie die Stele in Nickern, halt erst einmal insofern in ihrem Bestand geschützt sind, damit sie eben nicht einfach durch eine Umdeutung erstmal schnell bereinigt werden können, sondern dass sie als Denkanstoß, sei er bequem, sei er unbequem, eben dastehen und man sich mit diesem Ort erstmal auseinandersetzen muss. Und ich habe das jetzt auch in dieser Runde so verstanden, dass gerade diese Auseinandersetzung genau das ist, was auch den Wert dieser Orte ausmacht. Deswegen, es gibt ja in vielen verschiedenen Städten solche Erinnerungsmale oder Monumente, die je nachdem aufstoßen und die auch gerne von immer wieder unterschiedlichen Akteuren gerne versteckt werden. Ich glaube, das ist genau das, was diese Stadt nicht braucht, solche Orte zu verstecken, weil dann eben auch wieder bestimmte Zeitschichten ausradiert werden. So, jetzt war da hinten noch eine Wortmeldung. Den Historiker vielleicht mal zu Wort kommen lassen. Peter Skiba ist mein Name, ja, ich bin Historiker. Einiges klang schon an, ich will das noch mal ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Zivilgesellschaftliches Erinnern, das stark machen. Zivilgesellschaft ist sicher nicht nur ein Arbeitskreis beim Oberbürgermeister, das ist ein eingeschränkter Fokus auf Zivilgesellschaft. Wie können wir Erinnerung in die Gesellschaft holen? Und wenn man mal anschaut, das Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Wirkung, die es hatte, war in seiner Konzeptionsphase, als sehr viele
Entwürfe diskutiert wurden, verworfen wurden. Es waren auch unsägliche Entwürfe dabei, selbstverständlich. Aber das wurde in die Breite getragen, wurde in verschiedenen Kreisen diskutiert. Das ist nicht das offizielle Gremium, das dann die Gestaltung ausgewählt hat. Das war eine breite Diskussion. Jetzt ist es ein Gedenkort, eher ein Lernort geworden. Aber die Wirkung hat es erzielt, als es in der Diskussion war. Und ich glaube, da bietet der 13. Februar doch ein erhebliches Potenzial, wenn man sich davon verabschiedet. Und diese Suche merke ich hier immer wieder, auch in allen Diskussionen hier in der Stadt, nach einer eindeutigen Zuordnung. Wir haben das Bedürfnis offensichtlich hier in Dresden, eine Deutung dominant zu machen. Aber der ist tatsächlich vielschichtig. Man kann das auch in anderen Gebäuden in Dresden sehen. Es gibt hier Häuser, in denen Jüdinnen gewohnt haben. In die gleiche Wohnung ist der Chef der Gestapo, Organisator der Deportationen der Juden, eingezogen. Und im gleichen Haus lebte dann jemand, Wolfgang Ullmann, der als Demokratietheoretiker in der DDR sehr wirksam geworden ist. Die Verdichtung in einzelnen Gebäuden sieht man sehr stark. Und wir haben natürlich eine 60-jährige Gedenkengeschichte an den 13. Februar. Wir haben unterschiedliche biografische Zugänge dazu. Ich glaube, das ist eher die Chance, Punkte stark zu machen und in eine Diskussion zu führen. Wenn wir das schaffen, in der zivilgesellschaftlichen Diskussion, dann ist es produktiv. Ja, Anna Thilo Schmalfeld ist mein Name. Ich merke heute, wie wichtig das ist, dass wir hier sind und darüber sprechen, weil das doch sehr kontrovers ist. Und ich merke auch, dass das viele immer wieder sehr bewegt. Mir ist die Frage des Heidefriedhofs in den letzten Jahren auch aufgefallen. Aber noch viel mehr ist mir dieses Jahr aufgefallen, als ich mal vorm Rathaus stand, Goldene Pforte, und mir die Wappen da über dem Rathaus angeschaut habe. Und mir dann versucht habe, genau zu vergegenwärtigen, was sind das für Wappen? Leningrad, Lidice, Dresden, Coventry, Breslau, Florenz und Ostrava. Und da haben wir das Problem, das vielleicht noch einigermaßen komfortabel weit ab von der Stadtmitte auf dem Heidefriedhof angesiedelt ist, mitten im Angesicht des Rathauses, dass da Dinge vermengt werden, die nicht zu vermengen sind. Und da merke ich, wie wichtig das ist, dass wir ringen um eine erweiterte Sicht auf die Frage, die ansonsten auf diesen Opferstatus 13. Februar verengt wird. Nein, das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Es sind in der Tat nicht alles die Partnerstädte, was man erst denkt, weil Lidice ist keine Partnerstadt. Also es hat sozusagen einen leicht verschobenen Akzent. Ich habe nur gesagt, es ist ein schwerer Teil, der aber eben diskussionsbedürftig ist. Er ist nun mal zur historischen Tatsache geworden, dass es da dran ist. Das soll auch nicht ab, aber wir müssen das nicht hier und nicht verehren, sondern vorhalten, dass es nun mal die Partnerschaft ist. So, wir müssen uns dem stellen, so geht das, wie manchen das auch tut. Das ist unsere Wahrheit. Keine weiteren Fragen. Ich möchte noch mal einmal noch was zu Herrn Storz, weil es mir immer noch auf der Seele brennt, kurz entgegnen und nicht entgegnen, noch was ergänzen. Herr Storz hatte vor uns noch mal auf den Altmarkt hingewiesen, auf das Denkmal am Altmarkt für die dort verbrannten Opfer des 13. Februars und gleichzeitig aber gesagt, dass das ja eigentlich einer der wichtigsten Plätze für die Stadt Dresden ist, der an vielen Wochen im Jahr vom Striezelmarkt besetzt wird oder von anderen Märkten.
Ich fand für die Diskussion in Dresden, für die erinnerungskulturelle Diskussion in Dresden einen Aspekt, der liegt nun auch schon, ich glaube, 11 Jahre zurück, sehr spannend. Da ist bei Ausgrabungen auf dem Altmarkt, nicht überraschend, sondern es war ja klar, Fundamente des Rathauses in einer ziemlich guten Verfassung gefunden worden. Also ziemlich gut, hohes Mauerwerk, aufgehendes Mauerwerk, alles da. Dieses Rathaus ist 300 Jahre lang als der bürgerliche Stolz, auch obwohl Dresden Residenzstadt war und das Rathaus immer wieder abgerissen werden wollte, von den Bürgern in ihrem Stolz gegen die Residenz oder gegen die herrschaftlichen Bestrebungen, dieses Rathaus abzutragen, verteidigt worden. Man hat es an diesem zentralen Ort als Ausdruck einer bürgerlichen Selbstbestimmung bewahrt. Und dann haben wir eine Diskussion in der Stadt, da ging es um eine Tiefgarage. Und da war dieser ganze bürgerliche Stolz plötzlich nichts mehr wert. Da wurden diese Mauern für diese Tiefgarage geopfert. Und das war etwas, wo ich dann dachte, wo ist dieser bürgerliche Stolz, wenn es um einen Ort geht, der wirklich Ausdruck auch von Demokratie, von Mitbestimmung war. Wo ist dieser bürgerliche Stolz dann auf einmal hin, wenn es um eine Tiefgarage geht und niemand mehr interessiert, dass er jetzt abgetragen wird? Also das sind auch so Facetten, die in dieser Stadt sehr gerne mal oder die Diskussion in dieser Stadt aufdecken, auflegen. Ich möchte Ihnen eigentlich gerne noch mal was fragen. Ja, gerne. Da würde ich gerne antworten. Wir sind seit Jahren machen wir auf diesen Umstand aufmerksam. Es war übrigens nicht der fehlende bürgerliche Stolz, der den Keller, das waren die Fundamente, waren Kellerräume des Rathauses. Das Rathaus wurde, die Bürger haben es ordentlich verteidigt, denn August der Starke hatte ja verfügt, dass dieses Rathaus, das so lange da stand, an den Westrand verschoben wurde. Aber, bitte? Hochkippen. Also, und dieses Rathaus wurde ja von dem Investor entfernt, in einer Nacht- und Nebelaktion. Die Bürger hatten gar keine Chance, da etwas zu sagen. Das Gleiche war an der Barbakane. Wenn Sie unter den Neumarkt gucken, war eine der bedeutendsten Festungswerke. Es ist dann im Zuge der wirtschaftlichen Einflussnahme ist das Ganze eben aufgelöst worden und zerstört worden. Sie haben heute einen kleinen Krümel. Und seit Jahren machen wir darauf aufmerksam, dass die Stadt sich einsetzen möge, diese anschaubaren Zeugnisse ihrer Geschichte zu bewahren. Denn es ist, wenn Sie nach Freiberg kommen zum Beispiel, haben Sie in dieser Stadt an vielen Häusern haben Sie Schilder, die den Bürgern, die im Vorbeigehen das lesen, einen Geschichtsunterricht, ganz beiläufig wie andere Städte auch, das fehlt hier alles. Also es wird in ausgedehnten Flächen, werden authentische Kellerräume von mehreren hundert Jahren Alter, werden vernichtet, beiseite geräumt. Das jüngste Opfer ist die Saturnbastion am Postplatz. Da haben wir lange gerungen mit dem Investor, er möge doch bitte den Rest der Saturnbastion, den man dort sehen könnte, frei halten. Das war nicht möglich. Sie ist mit Beton zugedeckt. Das heißt, wir haben eine Entwicklung in der Stadt, in der die täglich anschaubaren Geschichtszeugnisse eben beiseite geräumt werden aus dem Spiel der Kräfte von Investoren und der Politik, die im Grunde genommen keine Möglichkeit sieht, da einzugreifen. Und das ist ein Problem, denn wenn Sie in anderen Städten spazieren gehen, dann sehen Sie an den bedeutenden Häusern, da könnte ich eine ganze Reihe aufzählen, immer wieder Schilder, das muss gar kein großer Aufwand sein, sodass die Bürger im Vorbeigehen die Geschichte ihrer Stadt kennenlernen. Also das, was sie in der Schule mitbekommen oder nicht mitbekommen, können sie ergänzen. Und das fehlt hier völlig in der Stadt. Ja, das ist ein Desiderat im Grunde genommen. Man könnte heute noch etwas unternehmen, aber das Rathaus, wenn Sie, und das ist mein letztes Wort, wenn Sie mal nach Ulm kommen, haben wir ein Pendant in der Nachbarschaft des Ulmer Münsters, eine Stadtgarage. Wenn Sie da hineinkommen, hat man bei den Ausgrabungen die Reste der Stadt gefunden. Man hat sie restauriert, sodass der Parkende, der hineinkommt mit seinen Kindern oder mit Gästen, der Geschichte der Stadt begegnet. Wenn Sie hier auf den Altmarkt kommen, dann begegnen Sie einer Betonhalle, die könnte auch in Castrop-Rauxel stehen. Ich verstehe nicht, warum die Kultur der Stadt... Castrop-Rauxel hat Arne Jacobsen. Also. Das ist aber nicht in einer Garage. Ich spreche jetzt von Garagen. Also das ist jetzt nicht ganz fair, wie Sie mich hier abfangen. Sondern ich rede jetzt von Garagen. Also hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten im Hinblick auf die Bewerbung um die Kulturhauptstadt Europas etwas noch zu tun. Das soll ja 2025 sein. Und der Stadtrat sollte sich einen Ruck geben und mal nachdenken, ob die geschichtlichen Zeugnisse in der Stadt nicht in einer anderen Weise sichtbar gemacht werden könnten, als es geschieht. Dem Appell kann ich mich anschließen, will aber trotzdem noch einmal einen Schritt zum Thema Heidefriedhof machen. Wie kann man denn die
Lernpotenziale, die da sind, dieses Zeugnis, wo auch ich im Herzen gerne zur Bilderstürmerin werden möchte, wie kann man denn die Irritation vergrößern und erlebbar machen, Herr Professor Trübi? Wie kann man da einen Bruch hineinbringen, ohne das so zu verfremden, dass es zensiert ist, wogegen Sie ja auch plädiert haben? Was empfehlen Sie uns als Stadtverwaltung aus Ihrer Expertise? Ich bin in diesem Punkt ganz der Meinung einiger Vorredner, ich glaube vor allem von Ihnen auch, insofern als man problematische Denkmäler nicht dadurch ungeschehen macht, indem man sie abreißt. Ich glaube, man muss, und das gibt es ja auch bereits schon, über Denkmäler nachdenken. Ne? Also man muss darüber nachdenken, Denkmäler zu kontextualisieren. Ich habe mich in Vorbereitung für diesen Abend natürlich auch über diesen Gedenkstein in Nickern informiert. Ich wäre dagegen, diesen Gedenkstein etwas simplistisch abzureißen. Ich glaube, dieser Gedenkstein ist ein Dokument seiner Zeit und diese Zeit und diese Missverständnisse, diese Propaganda, die hier zu Stein gebracht worden ist, muss man zum Sprechen bringen und muss man mit heutigen Mitteln kontextualisieren. Ich glaube, das ist auch wesentlich erinnerungsfördernder als ein simpler Abriss. Und um auf Ihren Punkt zurückzukommen, ich glaube aber nochmal, um festgefahrene Positionen zueinander zu bringen und hier die Spaltung in einer Stadtgesellschaft, und wir sind ja hier quasi noch eine geschützte Community hier, nicht noch stärker zu vertiefen, braucht man etwas Drittes, ein Zukunftsprojekt. Ich muss da immer an die berühmteste Fußnote von Gottfried Semper nachdenken. Wenn wir hier vor der Semperoper stehen, dann muss ich an diesen Satz von Semper nachdenken, der im Grunde gesagt hat, der Karnevalskerzendunst ist das Wesen der Kunst. Also in der Architektur geht es eben nicht um Trauma, nicht um Distress im Sinne von verzweifeltem Stress, sondern es geht um Eustress, um den schönen Stress, es geht um die Feier. Und ich glaube eben, dass man mit einem Eustress, mit einem schönen Stress in der Zukunft besser über den Distress in der Vergangenheit nachdenken kann. Hans-Joachim Jäger, ehrenamtlicher Denkmalpfleger. Frau Zimmermann, Sie wissen noch sehr genau unsere Diskussion zu den Resten des Rathauses. Die Bild-Zeitung hat der Dresdner Öffentlichkeit weisgemacht, dass ein Baggerfahrer der Grund für den Abriss der Reste des Rathauses ist. Zu dem vorhergehend Gesagten, dem Selbstverständnis der Bürgerschaft, da gibt es nichts gegen einzuwenden, im Gegenteil, das kann nur dick unterstrichen werden. Ich habe in einem Kreis vor geraumer Zeit vorgeschlagen, so wie jetzt gestalterisch mit einem roten Granit ganz feinfühlig der Grundriss nachgezeichnet worden ist, ein Werkstoff genutzt wird bei der Sanierung des Altmarktes, der deutlicher zeigt, dass es hier einen Grundriss eines bürgerschaftlichen Zentrums gegeben hat, dass es sichtbar wird. Ich bin mit meinen Enkeln drüber gegangen und habe sie gefragt, seht ihr hier was? Die sind dreimal hin und her gesaust, erkannt haben sie nichts. Bis ich dann sagte, seht ihr die Unterschiede im Granit nicht? Doch, ne Opa, was ist denn das? Da stimmt etwas emotional nicht. Das ist der Punkt. Das bürgerschaftliche Verständnis des Altmarktes erfordert, Herr Professor Trübi, Sie hatten das gerade gesagt, Eustress. Und ich glaube, da müssen wir nachdenken. Es gibt in Sachsen einen Verein, der hat eine Festschrift verfasst, die heißt im Titel Zukunft kommt aus Herkunft. Da können wir die 12 Jahre nicht negieren, aber auch die zuvorliegenden. In einem Vortrag habe ich deutlich gemacht, dass derjenige, der in dem Rathaus, was abgerissen worden ist zur augusteischer Zeit, vereidigt worden ist zum Ratszimmermeister und 3 Jahre später
die Aufgabe hatte, nach mehrfacher Mahnung, ich kann also nur dick unterstreichen, die Bürgerschaft hatte sich dagegen gewehrt, den Abriss zu organisieren und ein weiteres Rathaus zu ertüchtigen. 1729 musste er antreten, um ein Gutachten für baufällige Bauteile zu erstellen. Wir haben im Zuge des der Altmarktgalerie die Reste dieses Rathauses leider so gut wie auch weggeräumt. Herr Dr. Sturz hat schon die Dinge ausgeführt. Ich glaube, es ist viel an dem heutigen Abend gesagt worden. Wir dürfen das eine nicht ausklammern. Wir befassen uns damit als ehrenamtliche Denkmalpfleger, auch mit den 12 Jahren ihrer Geschichte, ihres Zusammenkommens. Und da gehört auch das Nachdenken über Geschichte, die davor war. Die dürfen wir genauso nicht ausschließen. Und eine Umbewertung durch Wegnehmen von Beschriftung in Nickern, weil ich auch mehrfach darauf angesprochen worden bin, kann ich nur empfehlen, dass wir im Zusammenhang, Herr Dr. Schulz hat genannt, dass es einen Kreis gibt, der sich mit den Denkmalen jetzt als Modell beispielhaft befasst, dass wir das tun und dann auch öffentlich diskutieren. Jedenfalls das Empathische an keinem Tag im Jahr ausklammern. Auch nicht am 13. Februar. Und es gibt einen Gedenkweg, der diese Geschichte von 1933-38 bis 2005 einschließt. Und das gehört auch dazu. Und das ist ein Beitrag von Dresdnern für Gäste der Stadt, für die Dresdner selbst und alle, die da ein Stück lernen wollen. Danke. Mikrofon. Danke. Mein Name ist Michael Sigfritz. Ich habe eine Frage an die Autorin dieses Buches. Darf ich es mal in die Hand nehmen? Gedenken abschaffen. Kritik am Diskurs zur Bombardierung Dresdens 1945. Meine Frage an Sie. Würden Sie auch, wenn Sie Japanerin wären, würden Sie auch ein Buch schreiben, Gedenken abschaffen an den Atombombenabwurf auf Hiroshima? Haben Sie mal in Hiroshima die Friedensglocke geläutet? Haben Sie sich am Altmarkt mal die Fläche angeguckt, die dort anders gepflastert ist und wo 6.865 Menschen verbrannt wurden? Professor Tübes, hatte ich Sie richtig verstanden, dass Sie erst 5 Stunden hier sind? Vielleicht waren Sie noch nicht dort an dem Denkmal? Doch, auch dann hat sie es erledigt. Ansonsten hätte ich Ihnen den Weg beschrieben, um sich das mal anzugucken. Für meine Begriffe ist das Dresden unfreundlich, was dort steht. Danke. Ich glaube, dass man immer im lokalen Raum agiert. Und ich glaube, dass jede Japanerin, die sich dagegen einsetzt, dass dieses schreckliche Bombardement auf Hiroshima antidemokratische Züge annimmt, beziehungsweise Opfer der eigenen, also des eigenen Kriegs der Japaner negiert, dass man dann wahrscheinlich am gleichen Punkt stünde, weil wir eben darüber sprechen wollen, dass es faschistische, nationalsozialistische Staaten gab, die in einer Achse miteinander zu tun hatten, darin Verbrechen lanciert haben und wenn danach und dieses Hiroshima-Bombardement steht ja auch in keinem Verhältnis zu Dresden, aber egal, dann findet dieses Bombardement statt, dieser Krieg wird beendet unter den schrecklichsten Voraussetzungen, die moderne Technologien zu dem Zeitpunkt haben verbreiten können, dann wäre ich trotzdem heute noch diejenige, die dort sagen würde, wir dürfen aber nicht vergessen, was vor diesem atomaren Schlag passiert ist, was wir gemacht haben mit koreanischen Frauen und anderen. Erlauben Sie mir noch etwas zu sagen, generelles zum Lernort einer Stadt. Zunächst ist Dresden, wird immer dargestellt, das sei eine Stadt, die sich auf den Barock beruft. Das ist eine hervorragende, ganz bedeutende Stadt des 19. Jahrhunderts, wenn man sich die ganze Stadterweiterung anguckt. Und einer der bedeutendsten Plätze ist der
der Theaterplatz natürlich in seiner heutigen Gestalt. Und wenn man den als Lernort betrachtet, dann kann man dort, und das machen wir mit jungen Menschen, sowohl in der Schule als auch vor Ort selbst, dann können sie dort darstellen, dass die Heimat, in der junge Menschen aufwachsen, etwa hier in Dresden, und Heimat begriffen als den Ort einer seelischen Ansiedlung, ganz gleich an welchem Ort, denn junge Menschen wachsen heran und verbinden ihre Empfindungen mit dem Ort, in dem sie, den sie erblicken, in dem sie aufwachsen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Theaterplatz nehmen, dann sehen Sie dort Beiträge aus aller Welt, Chiaveri aus Rom, Gottfried Semper aus Hamburg und so weiter, Sie wissen das, ein Ort, ein Heimatort für Heranwachsende, der mit Beiträgen von Fremden und mit Formen aus der Fremde gebildet worden ist. Und wenn man in den Schulen die Gelegenheit bekäme, die Heimatkunde besser auszubreiten, könnte man den Schulkindern beibringen, dass Heimat immer diese positive Konnotation hat, dass Heimat immer durch die Völkerwanderung, die es ja immer gegeben hat, alle Städte haben Beiträge von Fremden mit Formen aus der Fremde. Und wenn Sie Heimat so erschließen, dann können Sie zwei Dinge schaffen, die Sie ja als Politiker immer schaffen wollen, nämlich eine Identität mit Ihrem Gemeinwesen und eine Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber dem Fremden, das ja manifest ist in dem Ort, wo Sie als Heimat eben aufwachsen, in den vielfältigen Weisen. Ich habe, als 2015 der Flüchtlingsstrom einsetzte, da ich über 20 Jahre auch in arabischen Ländern gearbeitet habe, dem Oberbürgermeister einen Brief geschrieben: Wenn es Immigranten gibt, die gesichert hier bleiben, möge sie man uns geben, wir machen Stadtführungen, denn ich könnte zum Beispiel Syrern zeigen, dass es in dieser Stadt Bauformen kennt, die sie aus Damaskus kennen, etwa aus der großen Moschee. Ich habe keine Antwort bekommen für 3 Wochen und dann bekam ich einen Brief, da stand lakonisch drin: Wenn ich Förderung wünsche, müsste ich mich hierhin und dorthin wenden. Man hat mich gar nicht verstanden. Und da fehlt der Dialog eigentlich zwischen der Stadtspitze und den Fachleuten in der Stadt, die sich bereitstellen und bereithalten, um zu helfen, dass man hier in dieser Stadt heimisch wird und sie in der Tiefe ihrer Geschichte auch wirklich versteht. Denn dann wächst Identität heran, Sie können die schaffen, und Weltoffenheit und Toleranz. Dankeschön. Dankeschön. Ist doch noch eine Wortmeldung? Architektur im Spannungsfeld rechter Einflussnahme. Und jetzt ging es bisher in erster Linie, ist es zu laut? Okay. Jetzt ging es hauptsächlich um die Geschichtsverklärung der DDR und wie man jetzt heute, also wir als demokratische Bundesrepublik, wie wir damit jetzt umgehen und was wir mit den Mahnmälern, die damals passiert sind, wie wir die jetzt einordnen oder wie wir heute daran erinnern. Aber es gibt ja auch einen Trend in Deutschland, nicht nur in Sachsen, der jetzt wieder zu einer vermehrten rechten Einflussnahme führt. Und ich frage mich, wie da jetzt dieses Spannungsfeld zur Architektur und zur Gedenkkultur aussieht. Also ich habe mir von dem Abend auch ein bisschen versprochen, dass darauf noch eingegangen wird. Und ja, die neue Rechte ist jetzt hier noch, hat noch gar keinen Einzug genommen. Und deshalb wollte ich fragen, ob Sie da vielleicht noch ein bisschen Bezug drauf nehmen könnten. Was mache ich mit dem Mikro? Möchte jemand von euch dazu? Ja, Sie sprechen meinen Vortragstitel an. Ich habe versucht, die Punkte, die mir bei diesem Thema wichtig sind, darzulegen. Ich könnte jetzt einige Punkte wiederholen. Vielleicht habe ich noch nicht erwähnt, dass wir dass die Architektur in einer sehr schizophrenen Situation ist. Sie ist einerseits immer höchst politisch. Auf der anderen Seite gibt es eben immer mal wieder Tendenzen, und gerade ich möchte Stadtbildvereine überhaupt nicht diskreditieren. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die hier mit den besten Absichten sich darum kümmern, dass Städte attraktiv werden oder bleiben. Aber es gibt von manchen Verbandsvertretern in diesen Vereinen eine Tendenz, ein Rekonstruktionsprojekt nur unter dem Label der Schönheit und der Tradition zu verorten und nicht die politischen Implikationen eines Rekonstruktionsprojektes mit zu kommunizieren. Aber auch ein Rekonstruktionsprojekt, genauso wie jedes architektonische Projekt, entsteht nur in einem bestimmten politischen, ökonomischen Kontext, den man stärker begleiten sollte, auch stärker politisch begleiten sollte, stärker journalistisch begleiten sollte. Ich glaube, hinter diesem Architekturpopulismus, der sich sehr oft hinter Rekonstruktionsprojekten verbirgt, versteckt sich eben sehr oft auch mindestens ein Rechtspopulismus, wenn nicht noch Schlimmeres.
Also ich sehe das ja weniger aus der Baukultur, das machen die Kollegen vom Denkmalschutz. Sie haben eine sehr schwierige Frage gestellt, die schon auch in meinem beruflichen Alltag eine große Rolle spielt, nämlich die Frage, welche Geschichtsbilder entstehen denn gerade, welche Geschichtsbilder, ja, nehmen wir immer stärker wahr, dass Geschichtspolitik Metapolitik wird. Darauf die richtige Antwort zu finden, schaffen wir das mit einer demokratischen Geschichtspolitik, die Gegenerzählung schafft, Gegensymbole schafft, oder schaffen wir solchen populistischen, neurechten Geschichtsbildern zu begegnen, indem wir Voraussetzungen schaffen, dass die, die wir erreichen wollen, sich selber ein Bild von der Geschichte machen können. Also dass wir stärker die Geschichtsvermittlung in den Mittelpunkt stellen, um sozusagen eine Gegenbewegung zu dieser Eindeutigkeit von Geschichte zu schaffen. Das ist keine befriedigende Antwort auf Ihre Frage, aber soll vielleicht zeigen, dass es schon etwas ist, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und ich merke das auch in einem fachlichen Diskurs durchaus, dass im Moment eine ganz große Unsicherheit, spätestens ja auch seitdem Dresden mit Pegida im Mittelpunkt steht, eine ganz große Unsicherheit vorherrscht und vielleicht auch noch keine Antworten gefunden werden können, wie man jetzt im Feld der historisch-politischen Bildung tatsächlich damit mit umgehen kann. Ich sehe das als Problem, aber ich habe noch keine Antwort. Würde mich freuen über Antworten. Unsere Antwort ist, oder unser Versuch ist eben, wie gesagt, im Moment die Geschichtsvermittlung in den Mittelpunkt zu stellen und zu versuchen, das als Gegenpol zu dieser eindeutigen, ja, Eindeutbarkeit, ein schwieriges Wort, von Geschichte zu setzen. Eben solche Forderungen wie die Germania wieder auf dem Altmarkt aufzustellen, mit verbunden als Denkmal für den 13. Februar, also nochmal eine weitere Umdeutung eines Denkmals, das selber schon eine sehr spezifische Umdeutung in seiner Zeit ist. Wie gehe ich da jetzt mit um? Baue ich jetzt dann ein Demokratendenkmal auf oder versuche ich, die Geschichte in dieser Stadt stärker zu vermitteln und vertraue darauf, dass so ähnlich wie in der politischen Bildung, Thema Überwältigungsverbot und so weiter und so fort, wir es schaffen, junge Menschen, zähle ich mich auch noch dazu in dieser Stadt, junge Menschen mit dieser Geschichte dieser Stadt aber in einer differenzierten Weise zu beschäftigen. Ja, jetzt habe ich mich im Kreis gedreht. Ich erlaube mir auch mal ganz kurz das Wort dazu zu ergreifen, auch wenn ich nur moderieren sollte. Es gibt in der Tat auch in der Stadt Dresden einige Orte, und das sind gerade auch in den Villenvierteln, die wir im Dresdner Süden haben, die wir auch im Dresdner Westen haben, Orte, die ich heute schon als rechte Räume bezeichnen würde. Sie sind von wirklich als rechts zu bezeichnenden Burschenschaften und studentischen Vereinigungen besetzt, wo auch dann die entsprechenden Veranstaltungen stattfinden. Die sind zum Teil im Eigentum dieser studentischen Verbindungen. Es wird über diese Räume, in denen dann halt Lesungen, Diskussionsveranstaltungen, Vorträge, historische Vorträge durchgeführt werden, versucht dann über die Hörerschaft, die sich dann aus der Studentenschaft rekrutieren, den Anschluss an die Hochschulen zu finden. Also wir haben solche Räume in der Stadt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der auch Auslöser für diese Veranstaltung war, die nun vom Gewicht her mehr auf die Erinnerungsorte, denn auf die Architektur geschwungen ist, und weswegen wir auch Herrn Professor Trubi ja eingeladen hatten, war, dass auch in Dresden der Wunsch nach Rekonstruktion halt jetzt nicht mehr nur auf den Neumarkt begrenzt bleibt, sondern weitergeht. Es ist inzwischen ein Stadtratsbeschluss gefasst, der ist halt jetzt Tatsache, dass das Nannenhäuschen, auch wenn es nicht am gleichen Ort aufgebaut werden kann, weil die Gegebenheiten sich geändert haben, wieder aufgebaut wird. Es gibt jetzt Bestrebungen, das Oppenheimer Palais wieder aufzubauen. Also es geht halt weiter. Es geht halt weiter. Ich habe Sie gesehen, Herr Dr. Jäger, ich lasse Sie auch gleich, ich gebe Ihnen auch gleich das Mikro wieder. Und was mit dieser Diskussion halt angestrengt werden sollte, ist, dass zumindest diskutiert wird, muss es diese Rekonstruktion geben? Was für ein Ziel hat diese Rekonstruktion? Ist sie an dieser Stelle angebracht? Was verschwindet, wenn man jetzt etwas hinsetzt, was eigentlich schon verschwunden ist? Und diese kritische Diskussion wird zumindest nach meiner Auffassung zu wenig geführt. Und jetzt würde ich erstmal noch Frau Jenigen, dann hatte ich noch den Dr. Jäger und dann hatte ich noch die Frau Kral. Wir haben gerade zwei Pfade in der Diskussion. Ich will den anderen Pfad nochmal aufgreifen, Ihre Frage. Und ich möchte deutlich gegen monumentale Gedenkstätten plädieren als neue Gedenkstätten. Gedenkorte, Gedenkzeichen, historische Erinnerungen müssen würdevoll sein. Da bin ich völlig bei Ihnen. Das Würdevollste, was ich erlebt habe an Gedenken in den letzten Jahren, waren Veranstaltungen,
die ich für den Oberbürgermeister wahrnehmen darf, mit Nachkommen jüdischer Deportierter oder Umgebrachter an ihren Stolperstein. Das sind nämlich für die Nachkommen die einzigen Stellen, die ein Grab ersetzen. Das war für mich das würdevollste Gedenken, das ich erlebt habe. Aber wir haben auf allen Friedhöfen, geschlossene oder offene, solche Orte, Gedenkorte an Leute, die umgekommen sind als Kriegsgefangene, als Soldaten, als Widerstandskämpfer. Das sind würdevolle Orte. Ich möchte nicht mehr die Monumente. Ich möchte das Konkrete erinnern, dass das den Menschen nahe ist. Und die Monumente stehen für mich für ein Bedürfnis, sich zentral zu versammeln an einem Ort. Und das ist ein anderes Zeichen. Und ich glaube, das kann uns weiterhelfen, wenn wir das suchen. Herr Dr. Jäger? Sie schütteln den Kopf. Nein, nein. Zum Ersten die Frage der jungen Diskutantin. Es ist, glaube ich, durch Dr. Schulz und Herrn Professor Drüby bereits beantwortet worden. Man kann, denn Sie hatten vorhin auch sehr deutlich gemacht, es gibt rechte Räume, aber nicht die Architektur ist bezogen. Und Sie haben wunderbare Beispiele im Ausdruck, ästhetischen Ausdruck gezeigt, wie unterschiedlich Herkunft Autorenschaft sein kann. Und ich glaube, das ist eine wichtige Antwort als auf die Frage. Zukunft kommt aus Herkunft, hatte ich vorhin gesagt. Das bedeutet für uns, und das ist mehrfach schon gesagt worden, dass wir mit unserer Geschichtsbildung, politischen Bildung, das besetzen und wieder deutlich untersetzen, unterlegen, hinterlegen, was hier an Räumen, die diese Fragen stellen lassen, zustande bringen. Zu dem eben Gemachten, was mich spontan aufspringen ließ, ist der Name des Palais Oppenheim. Es war vorhin gesagt worden, dass es in Dresden kein jüdisches Museum gibt. Das ist Tatsache. Es gibt die neue Synagoge, die sich sehr müht, vieles ins Bewusstsein zu rücken, ins Dresdner öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dieser Ort des Palais Oppenheim wäre ein solcher Ort. Ein herausragender Mäzen der Stadt Dresden, der vieles unterstützt hat, der jüdischen Herkommens ist, an dem Ort, wo vieles im jüdischen Glauben und Denken und Geist sich versammelt hat. Ein herausragender Ort der Kunst, der Wissenschaft. Und dann sagen wir oder stellen wir das so lapidar in diese Rekonstruktionsgeschichte, das tut mir weh. Das tut mir sehr weh. Aber da muss ich gegenfragen. Beim Palais Oppenheim wie auch bei anderen Bauwerken mal ganz still in sich hineinfragen, in die tieferen Regungen. Geht es vordergründig um den Wunsch, das Bauwerk wieder zu haben, oder geht es vordergründig um das Thema, das Sie da hinzugefügt haben? Ich habe den Eindruck, es geht vordergründig um den tiefen Wunsch, das Bauwerk wieder zu haben, wie zum Beispiel auch das Narrenhäusel. Ich habe mich in diesem Jahr sehr bemüht, diese Fragen in den Blick zu nehmen und habe im Sommer mal recherchiert auf den zwei Webseiten, die es gibt, die die Stolpersteine dokumentieren, die in Deutschland verlegt wurden, weil mir plötzlich die Frage aufgetaucht war, liegen auf dem Neumarkt und in den Gassen angrenzend, wo in den letzten 20 Jahren weitgehend jeder Pflasterstein neu verlegt wurde, sind dort Stolpersteine gesetzt worden. Ich habe auf den beiden Webseiten keinen Eintrag dafür gefunden und ich habe auch am Neumarkt und in den anliegenden Gassen keinen einzigen Stolperstein bisher gefunden.
Also wenn der Wunsch so tief besteht, dieses Andenken in den neu zu gestalteten Räumen auch zu bewahren, dann wäre doch die große Gelegenheit gewesen, bisher am Neumarkt Stolpersteine zu verlegen. Aber warum ist das nicht erfolgt? Also wir müssen, ich würde jetzt hier vorne noch eine Wortmeldung. Wir müssen leider aus dem Raum nämlich raus. Es tut mir jetzt leid, jetzt habe ich die Diskussion angestoßen, die ich eigentlich die ganze Zeit wollte. Es tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, ich kann den Herrn dazu was sagen, der die Frage gestellt hat. Am Neumarkt ist auf der Spurhergasse das Triersche Haus entstanden. Das war das letzte Judenhaus der Stadt, wo am 13. Februar 1945 die letzten Juden umgekommen sind, die deportiert werden sollten. An diesem Haus ist eine sehr aussagekräftige bronzene Gedenktafel angebracht, die Sie jederzeit lesen können. Und wir haben da auch Wert drauf gelegt, dass die Tafel gut sichtbar in der Spurhergasse angebracht wird und haben dazu als Verein auch noch Zusatztafeln an 15 geschichtsträchtigen Häusern am Neumarkt anbringen lassen. Also es lohnt sich auch mal genau die Häuserwände anzugucken. Und beim Trierschen Haus war der Keller original erhalten. Der Bauherr, der Herr Kimmerle, hätte den gerne erhalten. Wir hatten vorgeschlagen, dass dieser Keller für jüdische Begegnungen und Ausstellungen genutzt wird. Und die Frau Dr. Goldenbogen von der Synagoge hatte keinen Wert drauf gelegt, dass das passiert. Der Herr Kimmerle als Bauherr hätte den Keller erhalten. Und wir haben es angeregt, leider ist es nicht geworden. Aber Herr Kimmerle hat die Tafel zu seinen Kosten anbringen lassen, um auch einen Beitrag dazu zu leisten. Ich muss jetzt wirklich langsam hier den Faden zuziehen. Also das ist jetzt wirklich die allerletzte, 2 Minuten gebe ich Ihnen noch, dann muss ich hier leider... Das ist jetzt wirklich notwendig. Es ist ja nicht so, dass ich die Umgebung des Neumarktes und das Triersche Haus nicht kenne. Ich kenne die Tafel sehr gut. Ich kenne sie auswendig. Auf dieser Tafel steht als erstes Triersches Haus, erbaut um 1695, ohne jeden weiteren Kommentar. Das ist eine andere Tafel. Ich rede von genau derselben Tafel. Ich kenne die auswendig, ich habe ein Foto dabei, können Sie es angucken. Erbaut um 1695, ohne jeden weiteren Kommentar. In 80 Jahren ist der Sandstein des Portals und des Erkers nachgedunkelt und die Jugend geht vorbei und sagt, wir haben doch alte Häuser hier. Dabei ist das Triersche Haus 2016/17 fertiggestellt worden als kompletter Neubau bis ins Fundament. Erstens, der Schlusssatz des Trierschen Hauses, das in der Tafel lautet, am 13. Februar 1945 fanden zahlreiche jüdische Mitbewohner hier den Tod. Und da frage ich hintergründig, wer hat am 13. Februar 1945 dort zahlreiche jüdische Mitbewohner getötet, was dort betont wird? Und da komme ich tief ins Nachdenken über unsere Erinnerungskultur. Also dieser, also ich fand, das war jetzt genau dieser letzte Schlusssatz, dass man jetzt tief ins Nachdenken kommt, denn das war ja auch das Ziel dieser Veranstaltung, dass wir über unsere Gedenkkultur, über unseren Umgang mit den Gedenkorten nachdenken. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das hat sich jetzt auch angedeutet, dass wir halt über das Anliegen von Rekonstruktionen nachdenken und sie eben nicht einfach abhaken und hinnehmen, sondern wirklich darüber diskutieren, was das tatsächliche Anliegen von solchen Rekonstruktionen ist. Und insofern, wenn wir diese Diskussion weiterführen, auch in größerem Rahmen weiterführen, haben wir heute schon einiges gewonnen. Und ich hoffe, dass diese Diskussion jetzt auch Bestandteil in dem weiteren Fortgehen für die Kulturhauptstadt Bewerbung der Stadt Dresden wird und jetzt nicht wieder verschwindet am St. Nimmerlein. Ich danke allen, die da waren. Es können die Diskussion natürlich gerne auch bilateral dann noch weitergeführt werden und vielleicht finden wir noch mal die Möglichkeit, in so einem größeren Rahmen das Thema wieder aufzugreifen. Ich danke jetzt erstmal dem weitestgereisten, nämlich Herrn Professor Trübi, und das schon vielfach heute erwähnte und gezeigte Buch bekommt er jetzt noch mal mit auf den Weg, auf den weiten Weg nach Stuttgart. Stuttgart hat ja auch genug Diskursmasse. Also nochmal
herzlichen Dank, dass Sie da waren und dann eben halt für die Bibliothek, wenn das Exemplar 2 auch da ist. Genau. Danke auch noch. Das Autorenkollektiv. Das ist übrigens ein Buch, was in der überregionalen Presse sehr große Aufmerksamkeit erfahren hat. Also wenn man da Süddeutsche, FAZ, kann man alle Zeitschriften durchlesen. Also sehr große Resonanz. Dann nochmal danke auch an Frau Jeniken und Frau Kral für ihre Beiträge und kommen Sie gut nach Hause und diskutieren.